Hey everybody, hi. Welcome to the Hangy Hauptquarter. It's me, Hannes, and this is Benjamin Cox speaking. My friend Hannes and I are going to do some After Effects and motion graphics stuff today. I thought you also make motion graphics? I have no idea. I let my inspiration flow by looking at what you do, and then I'm going to show you something, I think. Thanks again to Donnie O'Sullivan for starting this English day on Rocket Beans TV with his Moin Moin. Donnie, you're the best. You're a cool guy. And in the chat, everyone, give us some hearts, because today is English day on Rocket Beans TV. Is it real that it's English day and we're going to talk English? Did you know about it? Everybody knows about it. Chad knows about it. You're for real? Reggie knows about it. I mean, I'm in. English day. Yeah, English day. Everybody voted for it in our forum. Is it because we want to? Yeah, it was a close race between Vietnamese. Chinese. Nein, natürlich ist nicht Englischtag. Okay. Okay, ich dachte, du bist eben wirklich. Ja, ich weiß nicht, ob sie das angesehen hat. Das ist schon echt die braune Angst. I mean, I can talk English all day. It's no problem for me. I mean, we did some interviews for English. Adobe as well, like a presentation like in Amsterdam, like in LA, we were talking all the time. Oh, we can talk about LA. I just forgot about that until now. Yeah, I thought we would do it in another format. We do it in some other? Because yeah, maybe we can ask live on TV. Okay, let's ask Andreas for the Moin Moin, for the morning show, yeah, that we do some coverage from LA, because we've been, if you didn't know that, we've been to Los Angeles at Adobe Max. It was quite a happening, wasn't it? It was quite a happening, wasn't it? We were having a look on all the new tools that are coming to mostly on iPad, funny enough. From Adobe. Because everybody is on the street and everybody is on their way all the time. And you are always, on your way. Yeah, and it was a convention all about graphics and motion graphics. And we're going to show you something that we took away from Los Angeles in our morning show someday soon, I think. Yeah, but we don't want to spreng the time here. No, the not at all. Hauptquartier. This is hanging. This is about fun. This is about just hanging around. Just hanging around today. Geiler Song von, nice song from. I have no idea. I need to get the melody in my head. Ich glaube, this was a band out of more like 12 people or so. And they Was it the Polyphonic Spree? The Polyphonic Spree. Hanging around. You are such a genius. I wish we could listen to that song right now. But there is this German. But if you got Spotify, just make sure this song runs all the time in the background while we're doing this hanging session. And if you want to, you can also use YouTube Music or Deezer or some other. Yeah, things. And you could listen to Rammstein as well. Graphic. So, liebe Leute. Da im Gegensatz zu allen anderen Leuten, die hier vor der Kamera sind, außer vielleicht zwei Ausnahmen. Es kommt wieder das große Kollegengebäsche. Ich freue mich. Okay. We are in for a treat. Da wir da im Gegensatz zu allen anderen eigentlich auch was drauf haben, außer hier zu sitzen und ein paar Knöpfe zu drücken und zu sagen, das ist Arbeit, oder zu pokern oder keine Ahnung, was die Leute noch machen hier. Ja, okay, René zum Beispiel kann Rechner zusammenbauen, was ich nicht kann. Aber Knöpfe zu drücken, kriege ich, glaube ich, noch hin, weil ich auch mit 8 Jahren irgendwann das erste digitale sonst was Gerät oder analog war das hier teilweise noch. Und da haben wir uns gedacht, wir haben mehr zu bieten. Eddie kann krank sein. Oder aus deiner Nase tropft Entschuldigung. Oh, echt? Oh Mann, ey. Ja, ich glaube, das war aber... Ich muss vielleicht auch nach Hause. Red Dead, ey, krank sein. Das ist so mies. Ja, nein, die sind. Wir dürfen das nicht mal sagen, haben wir nicht neulich. Oh, hör auf! Die sind so eine Idioten, ey. Okay. Leute, schneidet das einfach raus. Wir fangen jetzt näher an. Nee, es geht eben. Rotze fliegt wieder nach oben. Das kann alles editen.
Genau, wir waren dabei stehen geblieben, dass wir natürlich, Ben hatte auch die grandiose Idee, vielleicht was zu zocken, ein bisschen abzuhängen, zu labern, aber ich... Aber dachte, dann komme ich wie immer völlig verspätet an meinen Arbeitsplatz und mein Rechner ist schon abgebaut. Ja, stimmt. Ja, hier die Krawallmacher von der Aufnahmeleitung, die wollen natürlich gerne, dass hier alles für unsere Zuschauer, für euch da draußen funktioniert. Und wenn wir natürlich 5 Minuten vorher hier unsere Lümmels an den Kanal schweißen, dann kann natürlich passieren, dass... Rocket Beans ist nicht ohne Arbeit, diese reibungslos funktionierende Maschine, die ihr da draußen immer zu bewundern bekommt. Naja, andere Leute arbeiten. Und darum, wieso machen wir nicht Grafik? Ja, und alle so, yay, unbedingt, ich will lieber sehen, wie hier Tony Hawk spielt. Niemand will Tony Hawk mehr sehen. Es ist 2018, Alter, wir sind abgehangen, wir sind alt, wir sind fett. Männertitten. Keiner will 4 Männertitten beim Tony Hawk spielen zu sehen. Ich glaube, da gibt es aber ganze Channels, wo es sowas gibt. Die verdienen es immer mehr als wir. Meinst du Rats Matt? Rats Matt? War also um die Ecke gerade. Red Dead? Nein, ach komm. Das war ein dummer, dicken Witz auf Kosten von Pete's Meat. Ach so, okay, hab ich nicht gecheckt. Ja, Leute. Ja, du hast doch schon eine Idee gehabt. Ich habe mich hierher gesetzt und dachte, der Hannes hat die Zügel in der Hand und los geht's. Derne. Oh, guck mal hier, die Future hat wieder... Alter, ist Axel im Schnitt. Naja, es ist ja so, dass dieses neue Corporate Identity / Corporate Design on the line ist. Und wenn wir in der Werbung sind, die ihr natürlich mit Werbung vollgepackt von tollen Produkten bekommt und ihr natürlich auch nie wegskippt und so einen Scheiß. Mhm. Aber sollte es mal passieren, dass ihr diese Werbung seht mit Programminformationen oder Bloginformationen oder Shopinformationen oder Cockinformationen oder Locken in meinem Klon... Ja, ich geht, aber ja, ich follow you. Da laufen ja von hauptsächlich Benjamin Cork Produkte. Zurzeit noch, ja. Genau. Aber das wollen wir ändern und du willst einen Loop bauen. Genau, ich einfach. Ich habe dich voll unterbrochen, voll müde. Erzähl weiter. Ich wollte sagen, dass da Loops im Hintergrund. Ja, es laufen Loops im Hintergrund, kennt ihr ja, und die kann man auswechseln. Wie bei einem System, wie bei einem fahrenden Auto die Reifen wechseln, können wir einfach jetzt was da reinschießen. So einfach ist ja, es genau. Fast. Alter, guck mal, warum? Ist das die Kamera oder wird das auch? Oder wird das von der Regie gesteuert? Oh mein Gott. Oh ja. ich habe gerade gelesen, der Chat läuft hier super schnell, weil irgendwie ist das für, natürlich hier arbeiten Ü30-Jährige, das ist so riesig gestellt, unser Chat, dass man so 3 Beiträge sehen kann. Aber das ist natürlich klar bei den... Auch die Überschrift, damit man nicht verwechselt. Superchat! Steht einmal ein Drittel des Monitors besteht aus Superchat. Und da hat jemand geschrieben, ich warte noch auf einen uncringigen Moment. Ja, schalt ab 1 wieder ein. So, okay, und da laufen Loops, die sind natürlich... Guck mal, Doom hat sich auch eingeklinkt. Ja, guck mal. Genau, ja, Doom ist natürlich nicht nur für die Webseite zuständig, sondern auch für die ganze Front-End-Development-Geschichte drumherum. Die ganze Formatierung von den ganzen schönen Boxen, die ihr seht, vom Timetable und sowas. Ja. Und da lief gerade so ein Loop, den hast du gezaubert, du bist ja sowieso mein Lieblingsgrafiker, das weißt du ja. Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit. Und da wir natürlich schon seit 2 Wochen wissen, dass wir hier am Start sind, haben wir uns vor 2 Wochen hingesetzt und täglich 3 Stunden darüber diskutiert, was wir hier machen. Mhm. Und nicht erst irgendwie heute Morgen oder gestern Abend darüber gesprochen. Und da kamen wir dann durch diese lange Recherche und Austausch. Ja, im Thinking Tank waren wir. Ja. Und kam mir auf die Idee, dass ich wenigstens einen Loop mache. Ja. Und du hast bestimmt irgendwas, du bist ja hier in 3D Island, ich bin ja noch in 2D Hausen. Mhm. Du machst irgendwas anderes. Ich sage nur, ich fange jetzt an, wir haben 2 Stunden Zeit, Regie, ich bin zu dumm. Ja, anderthalb jetzt noch, glaube ich. Okay, ja, du bist zu dumm. Danke, Regie. Danke, Paul. Er sei wirklich zu dumm. Lässt man hören. Und wir haben hier unsere Dings, ich habe die mal auf 25 Frames, das ist totaler Bullshit. Wir brauchen natürlich 59,94, weil das eine runde Zahl ist. Mhm. Und 8 Sekunden habe ich jetzt mal. Ich fange einfach mal an. Soll ich einfach dumm rumlabern? Ja, mach erstmal einen kleinen Quick-Tipp. Machst du Steuerung oder Command-R für die Lineale, um die anzumachen. Also Rulers, ja, das ist in jedem Adobe-Produkt, glaube ich, Rulers. Kleiner Tipp auch noch, Command oder Steuerung, Komma, zeigt dir die Rulers an oder nicht? Ach so, ich mache es immer mit Steuerung H, aber das ist wahrscheinlich auch Photoshop. Steuerung H ist bei mir hier... Hiding. Hiding.
Dann gibt es noch Steuerung oder Command SZ, zeigt dir das proportionale Raster. Und Steuerung Command René Oberstrich zeigt dir das normale Raster. Der René Oberstrich? Ja, Accent de Gue oder was? Oder so. Ja, aber René meint ja hier irgendwie aus Landien zu kommen und einen besonderen Namen zu haben. Und ihr ist es darüber stinkig. René, wird das ausgesprochen. Das wäre geil, wenn er ihm alle berichtet. René. Da überlegte ich mir, was kann ich denn in dieser kurzen Zeit, in der Paul mich hier vor laufender Kamera zur Sau macht und mich wirklich runter, also mich auch persönlich wirklich knickt. Und ich muss das alles wieder auffangen, Paul. Ja. Er liegt nicht in deinen Armen, total verheult. Dass ich so schnell wie möglich natürlich was erreichen zu versuchen. Ja, mach das. Ich habe überlegt, ich zeig dir vielleicht ein, zwei 3D-Cinema-4D-Kniffe. Das machen wir nächste Woche. Das machen wir auch, aber nur, um die vielleicht ein bisschen heiß zu machen, wie einfach und cool und organisch sich das anfühlt. Benjamin, I'm in. Mir fällt nichts Besseres ein. Ja, dann. Solange gucke ich mir einfach deine Arbeit an und bewerte sie. Ah. Auf einer Skala von 1 bis 10 die ganze Zeit. Das ist 6, schön. 6, 4, 4, okay, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 0, so. 0, 0, ich hab 0, nämlich 7, 8. Ja. Das machen wir gleich. Ich habe mal vor geraumer Zeit angefangen, Presets zu bauen. So, ne? Das allererste Preset, was ich gebaut habe, das werden wir jetzt benutzen. Weil ich das seitdem irgendwie nicht mehr benutzt habe. Wir machen mal einen Kreis, der 80 Pixel groß ist. Ne? Der kriegt jetzt mal eine andere Farbe, dass wir den sehen können. Und zwar kriegt er hier schönes Bohnenrot, aber ein bisschen entsättigt. Ne? So, jetzt habe ich diesen Kreis da. Lejmovic Arschmann. Ja, und der ist nicht mal zentriert, denke ich, oder? Der ist, weiß ich nicht. Oh, guck mal. Er ist so klein wie mein... Zack, zack. Oh, doch. Er ist zentriert. Oh, nicht schlecht. Scheint auf einem Auge blöd. Ja, und dumm. Und jetzt habe ich dieses Preset, es nennt sich Nachziehen. Das allererste, was ich hier gebaut habe, das baller ich da mal rauf. Und was da passiert, guck dir das an, ist, ich habe den Echo-Effekt da dran. Kennst du den Echo-Effekt? Na klar kenne ich den Echo-Effekt. Dann weißt du ja, dass der versetzt die Bewegung oder das macht. Nachzieht quasi. Genau, wir können den ja mal ganz kurz hier. Kurz zur Erklärung, so ein Plugin, was Hannes da redet. Das sind quasi, ist eine Kombination aus verschiedenen Effekten und verschiedenen. Habe ich Plugin gesagt? Ja. Oh, ich bin so ein Amateur. Dieses Preset ist eine Kombination aus verschiedenen After Effects. Effekten, die Hannes zusammengesteckt hat mit feingetunten Einstellungen, die er jederzeit jetzt abrufen kann. Genau, danke dir. Hier habe ich mal den Echo-Effekt jetzt draufgetan. Wir machen mal hier einfach nur, wir bewegen das Ding mal von A nach B, hier den Lümmel. Wir zeigen den mal ganz, den hier mal kurz nicht. Und jetzt sehen wir, was Echo macht. Oh, 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 es ist so langsam und lame. Ach, dieser Bildschirmgröße zu arbeiten ist was anderes. So, und jetzt kann man hier sehen, wir machen mal hier Anzahl der Echos. Dann machen wir hier 0,1. Und dann sehen wir, oh, wir sehen, jawohl, dass das hier irgendwie dumm ist. Man muss das da umdingsen. Und wir müssen diese Echos natürlich im Minus, dass sie nachziehen. So, mein roter Ball geht jetzt. Irreführend etwas. Es ist irreführend, weil der Abstand hier zu groß ist. 0,01. So, jetzt fliegt mein Ball da eigentlich nur von links nach rechts. Aber er wird kopiert hier von 10 Echos, die er macht. Mhm. Naja, das ist die Grunddings und ich habe dann noch so verschiedene Sachen rangebaut. Und wenn ich jetzt dem Ding hier, ich habe ja mal dieses Wiggle-Ding gebaut, das heißt, ich kann hier einfach sagen, hier beweg dich in einer Sekunde 200 Pixel oder so irgendwie. Und jetzt zieht dieses, weil der Original anzeigen soll er nicht. Zack. Soll er nicht machen. Und jetzt zieht dieses Ding hier. Es ist natürlich ein bisschen Rechner. Wahrscheinlich habe ich hier auf voll gestellt, weil ich voll Idiot bin. Du kannst auch hier Frame überspringen. Ne? Sie ist zwar nur 30 Frames statt den 60, ja, aber spaß dir nochmal Zeit. Überspringen mal 2 Frames. So, und jetzt sehen wir, dass der rote Ball, der ja nur durch einen Wiggle bewegt wird, dass er sowas nachzieht. Jetzt habe ich mir da einen Regler gemacht, der Länge heißt zum Beispiel. Jetzt kann ich ihm sagen, mach bitte länger diesen Lümmel. Und wenn er da jetzt rumfliegt, oh, ich habe den sehr lang gemacht. Machen wir 200. Dann sieht dieser Ball, ist das kein Ball mehr, sondern ein kleiner Wurm.
Und der rauscht auch noch so schön, das ist ja wundervoll. Ja, ich habe da so ein, ich habe da so raufgelegt, dass da so ein, dass der hinten dunkler ist. Ich will jetzt nicht das ganze Preset erklären, aber so Rauschen und so ein Blödsinn habe ich darauf gelegt. So, jetzt habe ich nicht ein Keyframe, das ist ja sowieso immer das Geilste, keinen Keyframe haben. und wir haben einen fliegenden Wurm, der sowas macht. Ui! Ja, dadurch, dass es Viertel ist, wackelt das hier so. Und man kann ja auch sagen hier, dass, dass das Rauschen weg ist und so weiter und so fort. Mhm. Und das werde ich jetzt alles mal tun und ich werde da mal ein paar Bohnen, glaube ich. Ich werde das jetzt rot machen. Ja, mach das mal. Ich werde die da mal rumfliegen lassen. Ich nehme da ganz viele Effekte mal raus, weil das alles Hashtag Kompensation. Es geht um die Länge deines Wurms. Gefällt mir. So, wir fangen einfach ganz von vorne an und du, ich halte jetzt mal die Klappe und du, ach, du willst mir was beibringen? Ja. Oh, aber dann mache ich jetzt die ganze Zeit und dann... Nö, eigentlich nicht so richtig. Ich weiß, also ich müsste mir kurz noch was überlegen. Was ich vielleicht machen könnte. So, jetzt fangen wir nämlich nochmal neu an. Ja, ich muss es ja auch nicht dir zeigen. Ich kann es ja auch irgendwie anderen Leuten, euch zum Beispiel, zeigen. Wir brauchen keinen Verlauf. Wir brauchen keinen. Ich will nämlich Hannes mein ganzes Leben lang überreden, dass er mal Cinema ausprobiert. Cinema 4D, dieses 3D-Programm. Weil es tatsächlich auch viele Dinge anders macht und viele Ergebnisse schneller zutage bringen kann. Wir gucken mal einfach rein. Was ich Hannes zeigen wollte, ist zum Beispiel, wie könnte man etwas machen, was sich organisch aussieht und gut aussieht gleichzeitig. Du, wie willst du das machen? Das ist ja, keinen Plan. Nee, ich hätte ihm gezeigt, okay, du hast hier oben diesen Kasten von, um damit anzufangen, von so Primitiven, nehmen wir einfach mal einen Würfel. Und jetzt können wir sagen, ich will irgendwas Cooles mit diesem Würfel machen. Da kann man hier sich diese Effektoren raussuchen zum Beispiel, die mit dem Würfel was anstellen. Zum Beispiel können wir jetzt sagen, biegen. Das Biegen können wir dem Würfel unterordnen. Okay, der Würfel liegt ganz oben. Genau. Das ist ein Effektor, den tun wir aber den Würfel hast du jetzt übergeordnet. Genau. Und biegen hast du untergeordnet. Genau, biegen ist drunter. Jetzt kannst du hier sagen, an das Objekt anpassen und du siehst jetzt, wenn du jetzt hier mal wegen 90 Grad machst, dass er das Ding biegt, aber noch keine Kurve hat. Das liegt wieder daran, dass dieser Würfel nur ein Segment hat. Also wenn wir uns das hier mal anzeigen mit den Linien. Guck mal, das ist alles nur eine Fläche, quasi zwei Polygone. Mit hier also Segmente der hat hinzufügen. Eigentlich nur 16, 1, 2, 3, nee, 8. Jetzt siehst du, was passiert, wenn ich hier Segmente hinzufüge. Ja, okay. Jetzt hat er halt Wireframe. Mehr, um es biegen zu können. Einfach. Okay. Genau. Und jetzt zum Beispiel könnte ich natürlich schon sagen, okay, ich will das darüber animieren, das Verhalten von diesem Würfel. Dass ich jetzt sage, okay, wir fangen hier an. Das sind die Keyframes, die Dinger da links. Die ah, genau. Okay. Exakt. Eine Sache, die immer standardmäßig eingestellt ist, dass alle Animationen geeased werden, also eine Interpolation mit Spline erfolgt. Wenn man das Verhalten linear haben will in den Keyframes, muss man es von vornherein erstmal auf linear stellen. Aber im Nachhinein kannst du doch beides ändern, oder? Genau, du kannst es ändern. Du hast auch den typische Ansicht, Graph Editor und sowas alles. Und jetzt ist es auf linear gestellt, heißt, es gibt eine einfache lineare Bewegung zwischen 0 Grad und meinetwegen 135 Grad. So. 135 Grad und es biegt sich noch weiter. So, guck mal kurz rein hier. Da siehst du das? Bam. Das ist natürlich noch keine großartige organische Sache, obwohl das natürlich schon ziemlich cool ist. Ey, das ist also 1984 hätte ich dir da einen ganzen Film mitgemacht. Auf jeden Fall. Jetzt gibt es noch andere Effektoren, die sich auch auf die Zeit und die Animationen beziehen. Das ist eine ziemlich nice Sache. Wie jetzt zum Beispiel Nachfedern gibt es hier. Den kann ich wiederum darunter stecken. Also biegen, dann Nachfedern. Und was jetzt passiert. Aber kannst du den auch rein, kannst du bestimmte Sachen auch nur auf Biegen legen? Oder ist die Hierarchie, oben ist eine Sache und danach ist immer die gleiche. Ich glaube, das Nachfedern könnte ich jetzt auch da. Ich mach's einmal so, ja. Ja. In der Reihenfolge würde es jetzt bedeuten, okay, der macht jetzt brumm, das daraus. Dann machst du da so ein bisschen Material. Der overshootet, aber im Moment noch mit so einer weirden Verkrümmung, die wir überall sehen. Die ist vielleicht ganz witzig, aber vielleicht wollen wir das gar nicht. Das können wir einfach hier über diese Parameter ausstellen, dass wir sagen Struktur, dass er die Struktur beeinflusst, können wir ausmachen. Jetzt nimmt er nur die Größenwerte und sowas. Ah, so, okay. Jetzt sieht es wieder ein bisschen organischer aus. Flom. Das ist schon eigentlich eine coole Sache, finde ich. Und, der ändert auch relativ schnell. Ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass das ein bisschen... Nö, das sind relativ wenig Polygone. Ja, das Polygone, sind wenige. Ne? Wie viel hast du da? 10 auf jeder 10 Seite? 10 mal 10 sind 1000. Also 1000... Oh, danke, Benjamin. Oh, kein Problem. Zähl die Nullen zusammen. 1, 2, genau, aber das bezieht sich jetzt auf alles, was der Würfel macht. Selbst wenn ich das Ding jetzt bewegen sollte und sowas, zum Beispiel so, und dann tue ich hier mal nochmal 110 Grad rein zum Beispiel. Warte mal, jetzt hast du... Ach, Drehung, es dreht Drehung, sich jetzt genau. Wahrscheinlich...
dreht sich das mit. Dann macht er das auch mit. Das sieht man hier dadurch, dass es so. Naja, ich habe das gesehen. Der hat vorher die Endposition anders angezeigt oder was? Geh nochmal auf den ersten Frame. Ich mach mal hier nur 50 draus, dann holt er das schneller. Geh mal auf den ersten Frame, bitte. So. Erster Frame. Eben hat man gesehen, wo er dann hingeht. Oder war das dein End-Keyframe? Weil irgendwie hat man mit Blau schon gesehen, wo er enden wird. Oder war das. Achso, das ist der Kasten. Das zieht quasi das Biegen. Der Effektor macht das daraus. Aber und das Nachfedern verursacht, dass es so eine Latenz hat. Okay, du siehst eigentlich, was passiert, aber durch den Effektor. Genau, das ist eigentlich wie im Graph-Editor, wenn du Expressions drauf hast, zeigt er dir mit Blau an, wie es eigentlich wäre. Mhm. Und du hast ja dann so eine Nachwelle, falls ihr das was sagt. Jetzt. Wenn zeig mal. Du hier auf Position jetzt gehst, ja. Die habe ich ja mit einem mit einer Expression bearbeitet, dass der sich jetzt hier oben fliegt, der jetzt irgendwie, ich habe ja keinen Keyframe. Mhm. Wenn wir jetzt hier reingehen und uns hier angucken. Ach, guck mal, das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. So, und jetzt, und ich habe ja Wiggle Loop benutzt. Das heißt, egal wie lang meine Komposition ist, er wird immer da starten, wo er aufhört. Und jetzt siehst du, eigentlich macht ein Keyframe nichts hier unten mit der geraden Linie. Ja. Aber das ist durch Expressions, wird er machen. Und das ist auch immer jetzt diese Bewegung, die er wirklich macht tatsächlich? Ist das so ja, das ist im die Cache drin? Okay. Genau, wenn ich jetzt hier irgendwie was ändere, dann wird er da auch was ändern. Aber witzig, weil da wird es sogar noch anders dargestellt, weil du nicht im Editor bist, aber du siehst trotzdem eigentlich die Ursprungsform und mit Gelb, ja, die Endform. Das genau. Find ich eine coole Sache. Ist auch eine coole Sache. Wir können ja mal kurz gucken, ja, was das Ding so ein bisschen hier drüber steht. Jetzt siehst du im Moment nicht, dass sich die Position verändert, aber du musst vertrauen, dass es tut, weil hier diese Bewegung drin ist. Ja, das ist ja doch genau das, was wir gerade besprochen haben. Genau. So, jetzt haben wir diese Bewegung. Was du jetzt noch machen kannst, es gibt noch mehr außer Effektoren, wie zum Beispiel, also ich könnte zum Beispiel auch sagen, okay, das Ganze soll noch im Polygon verringert werden. Also, dass ich jetzt hier den noch reintue. Dann siehst du hier schon am Mesh, was nochmal, sich dann ändert. Nochmal, dass das was sein kann? Dass das Polygon-Mesh verringert werden soll. Also, vielleicht will ich jetzt irgendwie Rechenzeit sparen oder ich will irgendwie einen geilen Effekt haben, dass ich halt, weißt du, statt diesem Polygon-Muster die er jetzt gerade braucht nur, oder? Genau, also, ja, du kannst es einstellen. Du könntest jetzt zum Beispiel sagen, 0 wäre quasi das ursprüngliche. Ja. Und wenn ich jetzt 100 mache, hätte ich gar nichts. Also wenn ich jetzt 99 mache, kriege ich so eine abstrakte Form sogar daraus. Ja, okay. Das heißt, wenn ich jetzt das mache, passiert halt das. Das ist geil. Es geht so. Aber wenn ich das die Reihenfolge mir jetzt zum Beispiel von vornherein das so mache, dann müsste es anders aussehen, meine ich. Ja. Ja. Okay, genau. Cool. Und da könnte ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie einen Effekt haben möchte, dass es nicht ganz so generiert aussieht, dann könnte ich das irgendwie hinzufügen oder dass es halt flattert. Oh, der berechnet es aber für jeden Frame dann exakt, wenn es ganz hinten ist, macht er es halt für jeden Frame neu. Ah, natürlich. Wenn es vorne ist, dann, genau. Was es auch gibt, was man jetzt hier machen könnte, damit es irgendwie noch ein bisschen organischer wäre, wäre der Subdivision Surface, hieß früher mal Hypernurbs, wo das Ganze wie hieß dann das? Hypernurbs. Nurbs. Nurbs. Genau, da macht er quasi oder generiert er mehr Polygone an den Kanten vor allem und so. Ah, okay. Und macht so ein Mesh, was ein bisschen weicher ist. Aber nicht nur an den Kanten, er hat ja jetzt super viele auch in den Mitten rein. Genau, ja. Da kannst du einstellen, wie doll er das tun soll. Aber das liegt jetzt über dem Würfel. Wieso liegt das über dem Würfel und nicht in dem Würfel? Weil das hier wiederum das Mesh verändert, meine ich. Ach so, der Würfel hat einen Grundmesh? Genau, also das hier sind Effektoren, die funktionieren einfach anders als jetzt dieser, was vielleicht noch eher sowas wie ein Konstruktor ist oder sowas. Mhm, okay. Du könntest jetzt mit denen, könntest du zum Beispiel auch mit einer Hilfe von zwei Vektoren einen Schlauch erzeugen oder sowas. Die haben mehr so einen konstruierenden Style, diese grünen Dinger. Okay. Ja, ist halt immer. Ja. ja, genau, jetzt haben wir eigentlich schon eine ganz coole Bewegung. Kleine Empfehlung auch nochmal. Es gibt das HDRI Studio Rig, das wir uns besorgt haben von Grayscale Gorilla. Das ist der Hammer. Das ist mega super. Es geht wahrscheinlich um Licht. Es geht um Licht, genau. Ich kann es mir kurz zeigen. Du hast jetzt hier diese Kugel. Und wieso, also das ist so auch wie ein Plugin oder wie ein Preset. Das heißt, eigentlich kannst du das da drin wahrscheinlich irgendwie machen, aber es sind super viele Schritte, bis du das abgesettet hast. Genau, ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es so einfach tatsächlich möglich ist und wie viel Programmierung da reingegangen ist. Was eigentlich passiert, ist, dass man hier diese Kugel, die man hier hat, mit dem weißen Licht und den beiden hier, dass man die als Lichter quasi drumherum projiziert auf das Licht. Und da können wir uns zum Beispiel hier verschiedene Settings aussuchen. Dass wir zum Beispiel sagen, okay, es gäbe auch was mit blauen und gelben zum Beispiel.
Mhm. Weißt du, dass wir halt sagen, okay, das sieht man jetzt hier so schlecht, aber das wäre jetzt hier blau und hier von der Seite käme es gelb. Wenn wir es jetzt rendern würden, würdest du es so sehen. Das ist relativ natürliche und weiche Schatten dadurch, dass halt... Ja, das ist cool. Also, weil das Licht ja immer so viel ausmacht, ist hier schon mal ein Grundlicht drin, was da schon mal ein bisschen, ja, ich Licht setzen. Kurz zeigen. Wir hatten ja mal einen Kollegen, der mal eine Zeit lang nur Licht gesetzt hat, ne? Ja. Und dadurch habe ich erst gemerkt, das stimmt, wenn ich irgendwie 3D-Szenen baue, ich habe dem Licht immer sehr wenig Zeit gegeben, aber je mehr man sich mit dem Licht auseinandersetzt, desto mehr merkt man, wie man aus Scheiße Licht Gold machen wichtig, kann. Ja, Licht ist wichtig, ey. Smoke and Mirrors, ne? Also, wie man es in Szene setzt, ist oft noch fast wichtiger. Aber wieso Smoke and Mirrors? Nee, ich dachte nur, weil der Typ am Flugzeug auf dem Weg von L.A. zurück meinte Smoke and Mirrors. So, das von wegen, ach, der Zusammenhang ist scheißegal. Ja, spart okay. euch das Smoke and Mirrors. Kein Bock, das zu erklären. Das hat zu viel weirden Zusammenhang. Ja, man sieht das noch eher, wenn ich jetzt hier so eine Spiegelung hinzufüge, da kann ich dir das noch besser zeigen. Weil das ist nämlich tatsächlich auch da in der Szene, wenn ich jetzt dem Ding dieses Material gebe, dann sieht man das noch eher, dass das jetzt hier auch reflektiert wird. Weißt du, diese weißen Kanten, Ja, da kriegst du halt so einen super schicken, glossigen und eigentlich auch realistischen Look. Gut, aber das Gloss kommt jetzt wieder durch das Material. Genau, aber ist das Licht exakt, aber das Glossy funktioniert halt nur, dass dadurch, dass halt umliegend halt Lichter positioniert sind, die es spiegeln kann. Naja, du hast so eine Dings-Map gebaut. So ein Sky-Map oder ja, sowas? Oder was? Sowas, was drumherum liegt, ja, genau. Das ist eben dieses Ding hier. Ja, das ist eigentlich, was wollte ich denn noch sagen dazu? Genau, dass es jetzt hier so käsig aussieht, ist, dass wir liegt daran, dass wir in den Rendereinstellungen das nur auf Draft gestellt haben. Genau, damit es schneller geht zu rechnen. Das ist eine Voransicht. Wenn wir es jetzt irgendwie mit unserer riesen Renderfarm, die wir drüben natürlich haben, rendern würden, dann würde das natürlich viel schöner aussehen und schneller gehen. Übrigens, der Kanal Reiniger 17 hat keine Ahnung davon, findet das aber sehr interessant. Ich habe nämlich auch viel zu wenig Ahnung davon und ich muss da unbedingt rein und das ist so einer meiner Ziele, die ich eigentlich für 2019 spätestens habe, dass ich mich mit Cinema 4D auseinandersetze und der oder die Josie Movies sagt, Cinema ist so komplex, in dem Programm kannst du dein ganzes Leben verbringen. Ist so, das ist ein bodenloser Brunnen. Geht er dann bis nach China? Und wieder zurück. Nee, ist wirklich so. Also es gibt da auch dieses 1000 Wege für nach Rom mäßig. Ist, glaube ich, bei nicht so krass wie bei einem 3D-Programm. Weil du kannst, wenn du ein Ergebnis haben willst, fängst du schon mal Modeling an. Es gibt 1000 verschiedene Methoden, irgendwas zu modeln. Und jeder hat da seine eigene. Auch sowas jetzt zu animieren, das würden 10 Leute auf 10 verschiedene Arten und Weisen machen. Weil es halt einfach unendlich viele Tools, Effektoren und weiß der Teufel noch was gibt's und auch Tags oder so, die du noch hinzufügen kannst. Das ist jetzt, zum Beispiel, wir können jetzt auch hier noch einen Tag, das wäre nochmal was anderes hinzufügen, dass der, das wäre auch nochmal ein ganzes System, was man da aufmachen würde. Ein Vibrieren zum Beispiel, dass das Ding halt jetzt wackelt, weißt du, das wäre jetzt sowas wie ein Wiggle einfach so. In sich selber oder in Position? Kannst du mal kurz zeigen mit deinem besten neuen Objekt. So. Hier wird nach unseren Mäusen gefragt, ne? Irgendjemand hat gefragt und Doom ist natürlich zu blöde, das zu beantworten. ja, ich habe nach langer Arbeit, die ich vorm Rechner verbracht habe, irgendwann angefangen, Schmerzen hier zu bekommen. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Und Ben ist schon, Dima war, glaube ich, der allererste? Oder warst du schon der Erste? Mhm. Jedenfalls Ben und Dima fingen an, hier sich solche Mäuse zu holen, wo die Hand natürlich wie ein Tennisball so aufliegt und der Arm also in einer natürlichen Position ist, und zwar eher so, anstatt in einer unnatürlichen, und dadurch reizt sich hier die Sehne und so. Und seitdem ich diese Maus habe, habe ich dieses Problem nicht. Nee, ich auch nicht. Das ist, es gibt zwei Sachen, die ich immer wieder empfehle, und das ist eine ergonomische Maus, mit der man sich wohlfühlt, ohne, damit man keine Sehnenscheine erschlaffen bekommt, und ein Sitzkissen für den unteren Rücken. Vor allem für Leute wie mich und Dima, die sowieso ein bisschen bandscheibenmäßig gebeutelt sind, aber auch für alle anderen, um ein bisschen mobil zu bleiben und besser länger sitzen zu können, diese so eine Gummikissen. Ich habe leider gerade keins hier, weil ich unvorbildhafterweise nicht auf einem sitze, aber ihr findet sie unter Sitzkissen. Sitzkissen aus Gummi, die sind der Hammer. Du kannst die ganze Nacht. So, wir nennen das mal Bohne 1. Ja, ich lasse dich kurz das zum Abschluss noch bringen. Ja, okay, sorry. Dann gucken. Nee, ich will ja auch was lernen. Jetzt frage ich mich halt, okay, dann lasse ich mein Projekt hinter mir und du machst jetzt das, was du eigentlich nächste Woche sowieso grafikintern machen willst. Ja, genau, du kannst jetzt auch hier. Okay, der hat einen Positionswiggle. Ich dachte jetzt, der hat einen Wiggle in sich selber, dass jedes Polygon für sich irgendwie wackelt oder so, weißt du?
Ach so, ja, das kannst du auch einstellen tatsächlich. Ja, ja, das ist mir schon klar. Also das ist ein Tag, was du jetzt auf den... Du hast noch einen Würfel gemacht? Genau, das wäre jetzt ein Würfel, weil ich jetzt den nicht verwenden wollte. Ah, okay, ich kann okay. Auch mal darüber ziehen oder so. Ja. Da müsste ich es hinziehen. Genau, jetzt springt der nochmal so dazu. Das wäre auch nochmal eine Welt, mit der man auch noch animieren könnte. Also ich will nur sagen, du hast einmal, wie gesagt, das Ding hier, du hast diese Art von Sachen, um Objekte zu verändern und du hättest auch noch sowas wie Text, die auch nochmal, ich wollte nur zeigen, es gibt so viele verschiedene Ebenen von, du kannst was machen, plus wir haben noch nicht mal angefangen, irgendwie selber irgendwas zu modeln in diesem Moment, wir haben eine einfache geometrische Form genommen und die nur verändert, so, man könnte natürlich auch komplett selber modeln. Deswegen, ja, aber ich dachte, du modelst seit deinem 16. Jahr. Ja, seit ich Burger in Pizza habe, fühle ich es nicht mehr. Ach, guck mal, wir haben ja schon eine kleine Animation. Bong. Ja, Licht. Und vor allen Dingen, ich muss das unbedingt lernen, weil ich finde, du kannst wie das den simpelsten Scheiß eigentlich haben. Ne? Mhm. Und da ist das 3D ja sogar noch so behindert, so schlecht drauf, so emotionslos einfach, okay, ich mach das ein bisschen in die Tiefe, da ist ja nicht mal irgendwie was Besonderes dran oder aber es hat schon so viel Leben und ich finde gerade die ganzen Strukturen, Transparenz oder dass das Haare hat und dass das so stumpf aussieht, wie zum Beispiel dieser Knetlook, den du so gemacht hast und sowas. Einfach durch Textur, Belichtung, kannst du dem schon so viel mehr Leben geben und in After Effects wiederum, ich meine, das stimmt jetzt auch nicht ganz, aber da musst du in meiner Meinung nach ein bisschen mehr animieren, um viel mehr Aha-Effekte zu haben. Hast du viel mehr, deswegen habe ich, als wir in L.A. waren oder in Amsterdam, habe ich die Leute von Adobe auch vorgelabert, dass wir in After Effects so ein bisschen sowas wie Verhalten, dass ich das geil fände, wie zum Beispiel, was ich mit Verhalten meine, ist das, wie jetzt hier das Nachfedern zum Beispiel. Dass ich jetzt nicht sage, okay, ich müsste das jetzt selber animieren oder über ein Plugin das hinzufügen, sondern ich füge dieses Verhalten der Sache hinzu und ohne jetzt groß weiter was zu machen, nur über diese Regler, kann ich halt einstellen, wie ich das verhalte. Ich kann jetzt auch so einen Gelee-Ball natürlich draus machen, dass der jetzt mitwackelt oder so. Genau, oder das ganze Ding viel steifer ist. Und dass ich darüber jetzt nicht, das nicht über Keyframes selber machen muss, sondern über so ein bisschen abstraktere Regler einfach. Ja, ich find's Hammer. Physik ist einfach drin. Also, genau. Dadurch funktioniert das ja auch. And we love the physics. Jemand schrieb auch, ich musste ewig modeln. Hier, da, wieder Josies. Bin ehrlich, mittlerweile bevorzuge ich ZBrush zum Modellieren. Und ZBrush sagt mir auch was? Hab ich zum Beispiel nie verwendet, weil irgendwie ist, also ich weiß, was es ist. Und Julia, die in der Aufnahmeleitung sitzt, die hat ja auch super viel Modeling, 3D-Modeling gemacht und so. Und die redet auch von ZBrush und die hat auch mega viel Erfahrung drin. Finde ich super interessant. Also, weil du da wirklich so mehr skyptest. Also, du hast wirklich mehr ein Objekt vor dir, wo du halt Sachen rausziehen kannst, reindrücken kannst. Das ist mehr. Ja, gut, er sagt ja auch Modeling. Also, genau, ja. Das ist und mehr. Dann ist wahrscheinlich das Animieren und Lichtsetzen und so wiederum in einem anderen Programm. Ich habe auch. Ich bin ja seit neuestem dann mal bei Instagram und folge super viel so Motion-Sachen und Cinema 4D und so. Und auch, oder beziehungsweise ich sehe auch öfter so Videos, wo Leute halt ein Projekt zeigen, wie sie da hingekommen sind, so fast-forward-mäßig. Und da sieht man dann auch, dass sie dann in dem einen Programm das machen, in dem nächsten das machen und in dem nächsten das und so. Das ist halt nicht alles immer zwangsläufig in einem Tool passieren muss. So wie du ja zum Beispiel, hier schrieb auch jemand, habt ihr nicht diverse Intros mit Cinema 4D gemacht? Ja, das ist genau das Ding, ne? Das willst du gerade sagen. Dass du sehr viel in Cinema vorgebaut hast oder Elemente davon genutzt hast und dann in After Effects eigentlich das Compositing gemacht hast. Und andere machen halt genau Modeling in dem einen Programm, Lichtsetzen in dem Programm, bababa, und nachher geht's vielleicht sogar noch in Premiere oder in einem anderen Schnittprogramm und Farben werden da gemacht, also ja, ich find's schon echt geil. Ich werde demnächst mal anfangen. Dann gibst du mir natürlich Geld. Ja, auf jeden Fall. So, ich mach jetzt hier mal weiter und du machst da weiter. Hopp, hopp, reiter. Wenn er fällt, dann schreiter. Ich hol mir vor allem mal einen Kaffee. Machen wir sowas wie Werbung überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Ne? Weiß ich gar nicht. Machen wir Werbung oder was, lieber Regie? Nee, oder? Müssen wir nicht. Ich kann hier auch rumdödeln. Der soll sich mal einen Kaffee holen und mir einen Tee. Das ist doch handy, da steht im Kanal sogar drin, entspannt, relaxed, spontan. Hol mir jetzt einen Kaffee! Okay, Hannes! Nein, ich wollte eigentlich einen Tee haben. Hey Leute, endlich wird's wieder interessant. Nein, ich habe vorhin auch gesehen, dass jemand gesagt hat, machst du dann so einen Windows-Bildschirmschoner?
Wirklich sehr witzig. Wirklich, wirklich sehr witzig. Nein, mache ich nicht. Ich mache jetzt zum Beispiel erstmal hier ein neues Nullobjekt. Und das nenne ich Controller, indem ich darauf drücke, Controller. Das sind so ein bisschen die langweiligen Sachen. Und ich wollte nämlich hier was einstellen, was jetzt hier in meinem Wiggle-Loop-Position noch nicht drin ist. Ich hoffe mal, ich komme da jetzt rein und kann das schreiben, indem wir da einfach für euch Verrückten Seed Random und dann machen wir uns einen Slider. Wir machen jetzt da mal eins. Ich hoffe, das funktioniert. Und jetzt gehen wir darauf, machen uns einen Slider und nennen den Seed. Nicht mit 3e, nein. Wir wollen jetzt hier nicht Get Rhythm oder so hören. Get Rhythm war übrigens von Sean Paul. So, das müsste jetzt funktioniert haben. Das heißt, wenn ich jetzt hier durchgehe, ja genau, kann ich mir aussuchen, welches Seeds es haben will. So, jetzt will ich diese Bohne, die es nachher sein soll, natürlich auch kopieren. Und dann soll die sich anders bewegen. Wenn ich die jetzt, glaube ich, immer kopiere, hat die immer den gleichen Seed natürlich. Also das Wiggle ist immer genau an der gleichen Stelle, weil ich ja jetzt einen Slider da oben hin gemacht habe. Das heißt, jetzt wählen die sich alle Seed 18, das Wiggle. Es ist für jeden, der keine Ahnung davon hat, langweilig. Aber wir gehen jetzt einfach auf Index Plus. Das heißt, hier vorne, die Ebene hat einen Index. Das ist Ebene Nummer 2. Und jetzt nicht Plus, Index mal. Aber ich kann auch Index Plus machen eigentlich. Ne? Ist ja auch egal. Das heißt, wenn ich das Ding jetzt kopiere, hat das einen anderen Index. Und jetzt statt Seed 18 hier oben zu nehmen, ist das 2 plus 18. Und das hier ist 3 plus 18. Und dadurch haben die einen anderen Seed. Und schon habe ich da zwei Bohnen rumflutschen. Und ich habe immer noch kein Keyframe gesetzt. Und schon haben wir da zwei süße Dödels, die einfach ihres Lebens froh sind. Ich werde dann nämlich noch was anderes absetzen. Ich will nachher am liebsten einfach nur Sachen kopieren und alles ist voll. Ich muss dafür vorher einfach ein paar Regeln festsetzen. Sowas wie, ich möchte, dass die verschiedene Geschwindigkeiten haben. Ich möchte, dass sie verschieden groß sind, verschieden lang sind. Das kann ich nachher alle selber eigentlich auch einstellen, aber ich könnte das, ich kann nachher, wie viele Bohnen werden dann nachher rumfliegen? Vielleicht 12. Ich will dafür eigentlich auch noch Arme und Gesichter haben. Das müsste ich auch noch designen. Ich habe schon gedacht, ob ihr das nicht einfach machen könnt. Aber dann müsste ich hier wieder Twitter öffnen und den ganzen Scheiß. Aber dann könnt ihr mal mitmachen. Ich habe noch gar nicht gesagt, geht auf Twitter, aber ich gehe jetzt mal. Genau, danke, sehr gut. Du bist ein sehr schlauer Mann. Du gehst nicht auf meinen Rechner, weil es könnte ja sein, dass ich Sachen offen habe wie, keine Ahnung, English for Beginners, English for Runaways, wie es damals Otto gesagt hat. Kennt ihr noch Otto? Ich glaube, Otto ist 340 geworden oder so letzte Woche. Nicht Twitch, nicht das, nicht das. Das nehmen wir mal hier. Und dann suchen wir da mal die Rocket Beans. Und dann gehen wir da auf, wie geht das denn nochmal? Die neuesten Tweets anzeigen. Ach, da muss man ja Hashtag. Hashtag, was benutzen wir denn hier? Hashtag Hengi oder sowas, Leute? Hashtag Rocket Beans wahrscheinlich. Hashtag RBTV, ich dummer Idiot. Wenn wir jemand Franz München mit Rosinen unterjubeln will. Latest muss man dann anklicken wahrscheinlich. Florentin will, was ist das? Vor 21 Minuten. Ja. Das ist die Frage, wo man beim Kaffee Stark auswählen kann, aber nicht Lannister. Ja. Abgeliefert, danke. Ja, Hammerwitz. Ich habe den Jackpot übrigens gemacht gerade. Bohnen, Wasser und Trester lernen. Geil. Also wenn ihr auf Arbeit so eine geile Fertigmaschine, die euch einen geilen Kaffee macht. Oder euch fertig macht, so wie Hannes. Ich finde das einfach nur blöde. Warte, da steht, 22. Juli wurde Otto Walkes 70. Danke, Tom Pixel Smasher 78. Alter, sag mir nicht, dass du 78 geboren bist. Dann bist du ja 40. Happy Birthday to you.
Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Tom Pixel Smasher 78. Hat er Geburtstag heute, oder was? Keine Ahnung, aber der ist 78. Das heißt, irgendwann in diesem Jahr hat er Geburtstag oder wird Geburtstag haben. Und wenn Tom, Mann, guter Mann. Tom 40 wirst du, ey. Die große 40. Oder bist du geworden? Ich pisse wie Torben. Und zwar mit Blut. Aber schade, dass wir keinen Torben haben, der hier arbeitet. Und wenn doch, Torben, ich trete in die Eier. Oh, Pixel Smasher hat in 2 Tagen Geburtstag. Echt? Dann, ja, haben wir ja vorgegriffen und in Deutschland macht man das ja nicht. Also es ist in anderen Ländern. Pinkelt er bald Blut. Ja, wahrscheinlich. Hoffentlich nicht. Ja, keine Ahnung, ich mache jetzt hier weiter. Nee, ich wollte ein süßes Gesicht machen und Arme. Das heißt, wir brauchen eine neue Composition. Die machst du jetzt hier mal einfach so. Wie groß sind die Dödels hier nochmal? Was habe ich gesagt? 150? Machen wir jetzt mal 150 mal 150. Brumm. Dann machst du hier Face 1. Ich kann so richtig gut nämlich auch Gesichter. Ich bin ein guter Zeichner und so. Aha. Im Zeichen des Chats. Ach, im Zeichen des Chats jetzt auch noch. So ein Quatsch, Hannes. Du hattest dir schon vorgenommen, auszurasten anscheinend, ja? Gut. Also ich recommende ja immer wieder Benjamin, um es schnell zu machen. OC Eyes, ne? Ist auch wieder ein Preset. Mhm. Ich und meine Presets. Doppelklick. Guck dir Hannes das an. Und seine Presets. Guck dir das an. Doppelklick. Und ich habe Augen. Oh. Und diese Augen kann ich sehr gut bearbeiten und deren Größe machen. Hast du die Eyes gemacht? Nein. Nein, das nicht OC heißen, ne? ist nicht von mir. Ist aber ein freees Preset. Okay, das hast du bestimmt gerade gesagt und ich habe einfach nicht zugehört. Nee, ist ja auch überhaupt nicht schlimm, nee, Benjamin. Ach komm, aber du kannst dir was zeigen können. Auf dem Marker zum Beispiel blinken, was ich sehr gut finde. Das heißt, du machst hier einen Marker hinzufügen und ziehst den dahin und schon. Oh, echt? Blinkt der Dolly. Das ist geil. Du kannst die Augen zum Beispiel auch versetzen und die Augenfarbe. Also die sehen schrecklich aus, aber ich finde dass es über einen Marker funktioniert, finde ich ziemlich geil. Ja, und jetzt blinkt der hier so ein bisschen offset-mäßig. SpongeBob-Augen eigentlich. Du kannst hier die Größen sagen, du kannst das ausmachen, du kannst die rummachen, breit machen und so einen Scheiß. Ja, geil. Apropos breit machen. ja, wollen wir auf den Balkon oder was? Oh, schön in den Arm, die geile Spritze. Ja, keine Ahnung. Meine ernsthafte Frage, die ich jeden, ich lese sie einfach live vor, wenn da irgendwie ISIS-Kram drin ist, egal. Die ich jeden Grafiker frage und jedes Mal dumme Antworten bekomme, wie naiv ich auch jetzt zu fragen. Aber warum sind so viele Grafiker Mac-User? Gibt es wirklich Vorteile oder ist das einfach eine Gewohnheitssache? Ja, ey, das ist doch scheißegal. Wir haben vorher auch an Windows gearbeitet. Wir arbeiten an Macs, glaube ich, vor allem, weil die halt ein 5K-Display haben und das Gerät an sich, dieser iMac, ist einfach super geil zum Grafikarbeiten machen. Der Monitor ist super farbentreu, hat eine riesige Auflösung. Man braucht nur einen Monitor für alles. Ich glaube, es ist mehr fast die Hardware drumherum, weil ob wir jetzt an macOS oder an Windows arbeiten, ist eigentlich ein bisschen wurscht, oder? Also geht mir zumindest so. Ich habe halt sehr viel, sowohl privat als auch ich habe in meiner Ausbildung so immer an einem Mac gearbeitet, dann 3 Jahre an einem Windows-Rechner, habe selbst privat mir aber vor 10 Jahren meinen ersten Mac gekauft. Mhm. Und als wir hierher kamen, habe ich auch anfangs mit einem Windows und dann haben wir diese tollen Macs bekommen. Und ich bin eher gewöhnt, mit dem Mac zu arbeiten. Und ich bin ganz ehrlich, das Ding, auch mein Teil, was ich seit 10 Jahren zu Hause stehen habe, hat mich eigentlich nie im Stich gelassen. Mhm. Klar, über die altern wird er langsamer und mit neueren und anforderungsreicheren Programmen und sonst was lahmt er dann, aber ich habe nie irgendwie Error dies, da hast du aber das hatte ich bei Windows auch nicht so häufig, wie immer gesagt wird. Ich finde, das ist gar nicht so ein Riesenunterschied, oder? Ja. Also geht mir aus meiner Wahrnehmung so, denke ich halt nicht, dass jetzt ein Windows-Rechner ständig abschmiert und ein Mac-Rechner nicht. Weil zum Beispiel bei Adobe ist es doch auch so bei den ganzen Programmen, dass die halt auch auf dem Mac oft mal abkacken. Wenn die jetzt irgendwie neu, wenn jetzt die .0-Version rauskommt, Stunde 0, wie wir sie ja immer in der Grafik-Scherz haben. Bam, bam, bam. Da kannst du davon ausgehen, dass das Programm ständig abschmiert. Da ist das total Wurst, ob das ein Mac- oder Windows-Rechner ist, weil es an dem Programm liegt und jetzt nicht an der Systemarchitektur. Du Benjamin, dann kauf dir doch einen scheiß Windows-Rechner. Nee, ich bin ja auch mittlerweile ziemlich Mac gewöhnt einfach. Aber wie gesagt, das ganze Studium über und auch hier bei VM1 haben wir mit Windows-Rechnern gearbeitet. Ist kein Unterschied wie Himmel und Hölle, muss man einfach sagen. Ja, ich bin auch der Meinung, dass das
Ich kann mir vorstellen, dass in der Grafik-Area ja, weltweit vielleicht wirklich mehr Macs benutzt werden und vielleicht ist das einfach nur aufgrund guter Werbung von Apple. Wer weiß es. Ja, und weil die ja, glaube ich, auch früher tatsächlich noch wirklich in diesem Markt mehr drin waren. Das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen egalisiert. So hat mir zumindest, ich habe mal, ich weiß nicht, ob das Schülerpraktikum, nee, es war das Grundstudiumspraktikum gemacht bei einer Firma, die so Explosionszeichnungen und so für Volkswagen gemacht, so Motoren, Explosionszeichnungen und sowas. Und der hatte da so 50-50 Mac und Windows stehen und der hat halt auch gesagt, der steigt jetzt auf Windows um, weil es billiger ist und all diese Vorteile, die es wohl früher in dieser Sache gab, also Quark-Zeiten oder kennst du noch Quarks irgendwie? Das ja, ist natürlich. Und da war das wohl wirklich so, dass du deutliche Vorteile hattest mit Mac-Geräten oder Apple-Geräten, aber das hat sich wohl in den letzten Jahrzehnten total egalisiert. Jetzt haben wir ziemlich lange über dieses Thema geredet. Es ist scheißegal. Ja, aber wenn die junge Dame oder der junge Herr, dessen Namen ich nicht mehr weiß und der mir auch wirklich sehr am Herzen liegt, jetzt mal eine Antwort bekommen hat und nicht irgendeinen dummen Scheißgeschnack, dann ist es doch schön. Vielleicht haben wir ihm mal eine Antwort gegeben, mit der er zufrieden ist. Und wenn er nicht damit zufrieden ist, ist er wahrscheinlich oder sie einfach nur ein arrogantes Arschloch. Weil ich wieder hate. Ja, ja. Das ist später bei mir angekommen. Ich habe gerade überlegt, ob ich irgendwas Sinnvolles noch aus diesem wabbeligen Dulli hier machen kann, aber irgendwie. Wabbeliger Dulli, da bin ich ein bisschen. Naja, da bist du wieder spitz, mir klar. Ja. Nein, das ist falsch. Doch, das ist falsch. Es wäre so cool, wenn ich so diese Echtzeitberechnung hätte mit Hardware-beschleunigter Grafikkartenkram. Dann würdest du nämlich das hier einfach im Programm dir so angucken können. Dann könntest du hier drin einfach so reinarbeiten. Und so ist es. So sieht es vielleicht mal aus. So arbeite ich dran. Ja, das ist halt die Welt der 3D-Berechnung und so. Ich glaube, die haben die richtig großen Studios haben riesige. Ja, ey, es riesige gibt mittlerweile auch genug Sachen, die in die Richtung gehen, aber soweit sind wir hier bei Rocket Beans natürlich noch nicht. Ja, arme Mann, Leute, mehr Affiliate-Links und so ein Scheiß. Was macht ihr denn, Alter? Ich verhungere hier. So, ich weiß auch noch nicht so richtig. Ich fülle das, glaube ich, einfach. Guck mal, jetzt sieht der. Nimm. Wo ist denn hier? Was ist denn hier? Iris. Ja. Nein, Father Bottom. Wo ist denn hier? Da. Der soll natürlich ein bisschen dullig aussehen. Das sieht ein bisschen so aus, als hätte er Schmerzen. So. Das Geile ist, bei dem OC-Ice-Ding, ja, zieh dir den Scheiß rein. Ja, ich zieh mir alles rein, Hannes. Ich hau da wieder Null rein. Ja, wieder Null rein. Mach da wieder meinen Wiggle-Loop-Scheiß rauf. Ne? Ja. Das Null bewege ich jetzt wieder irgendwie, aber es wird auf jeden Fall loopen. Das heißt, ich mache mir mal 1 und was weiß ich, 50, du siehst, wie sich das bewegt, siehst du nicht, da. Guck mal, da kann einer Octane empfehlen, ich wollte nur mal auf den Chat eingehen. Das habe ich mir nämlich neulich auch zeigen lassen von einem befreundeten Medienklitsche, die hier in der Schanze sind. Und dachte ich auch, holy Moses, das ist geil. So Echtzeit, Octane. Ah, you already told me that you had a girlfriend. So, und jetzt kann ich den Augen sagen, die sollen sich an dieses Null, die sollen immer zu diesem Null gucken. Und so machen die das auch. Und wenn ich das jetzt hier halt mal abcranke, dann gucken diese geilen Augen. Siehst du das? Ja, ja. Wieder kein Keyframe, mein Freund. Du bist absolut in den letzten Jahren zu No-Keyframe-Guy geworden. Das finde ich super geil. Ich finde das halt cool, weil wenn ich was ändern will, muss ich nicht suchen, oh, welcher war das? Also ja, natürlich gibt es Momente, in denen ich Keyframes brauche, normal. Aber ich finde das halt geil, jetzt zu sagen, okay, hier nehmen wir jetzt Phase 1. Ja, du schaffst einfach erstmal was Lebendiges, was halt funktioniert oder was lebendig ist, als solches Objekt ohne die Keyframes schon, ne? Scheiße, ich habe jetzt einen Fehler gebaut. Fehler gebaut. Random Seed ist jetzt auf den Index gedingst. Scheiße. Aber. Ach du Scheiße. Ach du dicke Scheiße. Dumm. So. Warte mal, das ist Bohne 2. Ne, das hier ist Bohne 2. So. Und jetzt kann ich das daran keyen und schon bewegt sich hier. Brumm. Guck mal, was wir funnigen Shit gemacht haben, Hannes. Wir haben dieses Objekt gefüllt. Nein. Ich muss hier noch. Ich sehe nur gerade, dass die Kamera hier drauf ist, deswegen. Ja, das ist funny. Das macht Bock auf jeden Fall. Wir füllen jetzt dieses Objekt mit anderen Objekten aus. Wir können die Verteilung jetzt auf die Punkte setzen oder halt ja auch in das Volumen. Jetzt haben wir quasi wie so einen Schwarm, der sich in der Bewegung mitbewegt. Ach so, das Objekt, was du gebaut hast, füllst du jetzt mit anderen Objekten, genau. wie eine Begrenzung. Exakt. Ich mach das mal hier super low poly, damit das irgendwie geiler gerendert wird. Aha. Jetzt könnte ich natürlich auch sagen, Zufall, Oberfläche. So, jetzt haben wir was ein bisschen starrer ist. Jetzt können wir hier die Anzahl bestimmen, das ist der funny part.
Okay, und die haben jetzt aber immer noch das gleiche Material und so. Genau, die sind jetzt auch alle noch gleich groß. So, dann wünsche ich mir jetzt was. Genau, mach die verschieden groß und gib denen auch, dass die Shininess von denen random ist. Dass einer mehr shiny ist und der andere weniger, okay, weißt du? Okay, we can do that. Wir machen erstmal die Größe. Ich glaube, wir steuern das über den Zufall hier. Wenn wir nämlich auf Effektoren wieder gehen, da ist schon erkannt, dass wir diesen Zufall haben wollen. Jetzt können wir im Zufall einstellen, was da sich ändern soll. Deformation, soll es die Polygone der einzelnen Objekte verändern oder die Objekte in dem Kloner? Wir gehen natürlich auf Objekte. Das heißt, jedes einzelne Objekt wird jetzt durch diesen Zufall gejagt, der halt sagt, Position sieht man schon. Brauchen wir aber erstmal nicht. Wir gehen erstmal auf Skalierung. Die soll gleichmäßig sein. Bam. Warte mal, die Skalierung soll gleichmäßig sein? Wieso? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Ach so, die Skalierung. Ach, der, okay, genau, das. Genau, der, Dings, gleich, der Dings sagt. Der, ist nicht so wichtig. Nee, let it go. Ich will es jetzt wissen, der Dimension. Alter. Nice, Mann. Genau, wir machen jetzt mal ein bisschen weniger nochmal. Anzahl 150. Was wir jetzt auch noch machen können, was geil ist, dass wir den Dingern hier, auch eine Art von Physik geben. Das wäre mir nämlich sehr wichtig. Dass wir jetzt sagen, okay, die sollen gegeneinander anstoßen und sowas. Dann können wir erstmal hier einstellen bei Kollision. Die sollen Selbstkollision erstmal weg, einfach damit es weniger lang berechnen muss. Und die Form, die stellen wir mal bei allen auf ein Ellipsoid. Das heißt, die Kollisionsbox drumherum ist eine Kugel bei allen. Und jetzt stoßen die schon aneinander. Okay, sehr gut. Jetzt passiert nämlich das hier. Bomf. Bomf, bomf. Jetzt explodiert der ganze Quatsch. Was fällt mir zuerst auf, was wir als erstes mal wegmachen, ist unsere Schwerkraft. Das hier findet im Weltall statt. Es gibt keine Schwerkraft. Das sieht Sandra Bullock, glaube ich, anders. Aha. Und ich glaube, Gyllenhaal sieht das auch ein bisschen anders, mein Freund. Ja, das ist schon mal sehr geil. Wir müssen jetzt nochmal rausfinden, warum die so krass am Abstoßen sind sich. Das ist ja interessant. Die befinden sich wahrscheinlich ineinander erstmal schon mal, ja. Ich glaube, das ist nicht der Fall, wenn wir weniger machen. Doch. Warum? Okay, wir finden das raus. Wir können ja mal zu Hannes switchen. Ich muss mal ein bisschen durch die Reiter hier umquatschen. Ich bin der Meinung, dass ich hier mal diese ganzen Konturen wegnehme. Irgendwie flasht mich das jetzt überhaupt nicht. Und ich frage mich, ob ich auch überhaupt eine Pupille haben will. Ob das nicht einfach nur schwarze... sieht halt auch so geil aus. Also sieht richtig kacke aus. Das ist doch nice. Wenn die jetzt noch geile Arme kriegen. Also es ist jetzt nur einer von den Bohnen. Jemand, Josie Movies wünscht uns viel Glück. Ja, habe ich gesehen. Er muss Pause machen oder so. Ah, Entschuldigung, dass ich krass am Abstoß. Das machen die doch extra, ja. Oh, ich muss richtig mal abdödeln. Ich glaube, ich habe zu viel Kaffee in meinen Körper reingeschneidet. Wollen wir eine 3 Minuten Pause machen vielleicht? Ey, Paul, du geiler Dude. Du hast doch auch Bock, dir eine kleine Kalbung in die Nülle reinzuschmürgeln. Jo. Geil, Leute. Hi, wir sind zurück. Ja, wir sind in unserem Element, in dem man dieses Geräusch die ganze Zeit hört. So ist das manchmal. Müssen Grafikbüro. Also ASMR Grafikmikrofon ausstellen. Im Grafikbüro ist das manchmal echt ganz geil. Das nur klicken, keiner sagt irgendwas, bis dann wahrscheinlich ich wieder eine nervige Scheiße sag oder irgendjemand über einen Anime-Blog stolpert und was witzig findet oder irgendjemand einen Ohrwurm hat. So langweilig ist es bei den Grafikern dann doch nicht. Ich habe mir mal überlegt, ne, vielleicht, ich weiß nicht, heißt das Kawaii? Ich glaube, es heißt Kawaii. Wir kawaiien das Ganze mal ein bisschen mehr. Wenn das nicht Kawaii heißt, Leute, wisst ihr, ist mir das scheißegal. Nein, euer Input ist immer sehr wichtig. Schreibt uns auf nervblog73.to. Nee, sag mal bitte, ob das Kawaii heißt, diese komischen. Weißt du das denn nicht, Benjamin? Nee, weiß ich leider nicht. Diese Gesichter halt hier, ne? Dieses Anime, ich weiß nicht, dieses Kawaii-eske Ding. Ich glaube, die Augen müssen dann weiter auseinander. Yippie. Ah. So, und wenn man da jetzt mal reingeht, dann sehen die nämlich so aus. Wenigstens einer.
Und dann sehen die ein bisschen verschieden aus. Die Frage ist schwarz auf rot. Kawaii heißt süß auf Japanisch. Ah, siehst du mal. Ringo, Dingo, Bingo. Geiler Name. ja, Hearthstone Novize hat genau das gleiche gesagt. Also anscheinend wissen die Leute hier Bescheid. Spacer sagt übrigens, ich finde einfach gut, dass Hannes immer alles scheißegal ist. Es muss auch mal Leute nicht interessieren, was die Community sagt. Halt die Schnauze, Spacer. Kein Mensch interessiert sich für deine Scheiße. Hearthstone Novize sagt, nenn mich René. Also anscheinend heißt Hearthstone Novize René. Mhm. Und was machst du da? Machst du da den Todesstern oder machst du da Octagon 3, den drittgrößten Solar-Oktagonisten in unserem Galaxie? Drin? Ja. Nee, ich versuche gerade ein bisschen rauszufinden, wie ich es hinkriege, dass die. Es gibt eine Einstellung für die Dynamics, dass die immer wieder zurückgedrückt werden zu ihrem Ursprungspunkt. So spacemäßig ohne Gravitation, ohne Kräfte, driften okay. die halt einfach weg. Und ich will gerade die Einstellung finden, die dafür sorgt, dass dieses Objekt immer wieder zum Ursprungspunkt zurückgepusht wird. Ach, okay. Genau an den gleichen, um sozusagen einen Loop zu erzeugen? Oder ist das... Naja, es wird jetzt mal wegen unserem Beispiel mit den Dingern hier, sollen die sich gegenseitig natürlich abstoßen, aber die sollen nicht so abgestoßen werden, dass sie dann endless in Space rausdriften, sondern die sollen abgestoßen werden und wieder zurückgezogen werden. Wie so ein, okay, wie so ein Gravitationsdulli, der die anzieht. Genau, genau. Und die Einstellung gibt's, ich muss sie nur finden, weil, wie wir schon rausgefunden haben, gibt es einfach unendlich viele Reiter mit unendlich vielen Einstellungen. Und ich mache den Shit leider natürlich nicht jeden Tag. Deswegen muss ich jetzt mal rausfinden, wo ich diese Einstellungen so. Wiederfinde. Das hier ist dann aber eigentlich Phase 2. Entschuldigung, ich bin, du kennst mich. Gut gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Schwanz im Amt. Keine Ahnung. Position folgen, das ist die Einstellung. Sehr gut. So, das hier brauchen wir nicht jetzt mehr. Müsste nämlich, wir reden über diese Sache hier. Wieder zurück. Genau, jetzt bleibt sie komplett an der richtigen Stelle. Das ist gut, weil diese Einstellung werden wir jetzt nutzen für unsere Kugeln im Kloner. So, ich bin gehen wir auf unseren Track. Machen das nochmal. Düm-düm, wo war es denn jetzt schon wieder? Kräfte, ach ja, Position folgen, Nummer 80. Oh nee, das ist dumm. Okay. Oje, das sieht aber auch noch witzig aus. Knaber, Knaber, die Bone. Ah, das ist doch schon mal etwas. Phase 2. Ich check's nicht so ganz. So, jetzt werden sie abgestoßen, kehren aber wieder zurück. Das ist alles noch ein bisschen heftig. Das muss ich natürlich jetzt alles noch tweaken. Ich muss mal was checken. Rotation. Ob ich das mache? Nee, da scheiße. So, und feuchten on it. Wir machen einfach ein paar Gesichter. Den machen wir mal weg. 1. Oh, nicht Phase 31, hallo. Oh, noch ein bisschen und jetzt sitzen wir hier die ganze Zeit rum und labern einfach so, ne? Das sieht bestimmt jetzt schon witzig aus. Ich tu das hier mal kurz in unseren Renderer rein. Ist noch alles ein bisschen dolle am Flackern, aber das kriegen wir noch rausgetweakt. Flacker, flacker. Kondome. Oh, guck mal, jetzt lassen wir gerade beides anzeigen. Das ist natürlich auch witzig, wie so ein Geleehaufen, der die Dinger in sich drinne trägt. Ich bin gleich da. Dann machen wir mal ein anderes Objekt. Dann bleiben wir noch ein bisschen hier bei mir. Und machen uns mal ein kleines Transparenzobjekt. Dann machen wir alles andere mal weg. Transparenz. Lassen die brechen. Also, ihr wisst, was ich damit meine. So, hier oben sieht man es, dass es sich verhält wie ein schweres Glas zum Beispiel oder so. Und dieses Material geben wir mal unserem Gelee-Pudding hier, das sieht dann bestimmt ganz interessant aus. Okay, so mal ein bisschen Fantasie mitbringen, was natürlich unsere Voransicht ist. Okay, wir haben nichts außer die Brechung im Moment. Das ist vielleicht ein bisschen heftig, aber es sieht funny aus. Es sieht auf jeden Fall ziemlich... Du hast in dem Programm natürlich ähnlich, in After Effects hast du es ja eigentlich auch, viele Aha-Effekte. Du machst irgendwas und sagst dann, oh nice. Was zum Beispiel fällt mir auf, dass ich das ein bisschen Gelee-mäßiger haben möchte. Das heißt, dass es nicht komplett transparent ist, sondern ein bisschen matt ist, tatsächlich. Das würde ich jetzt hier rübersteuern. Die Transparenz 100%.
Und ich nehme sie ein bisschen raus. So, jetzt haben wir ein halbwegs mattes. Wir können hier nochmal gerade reingucken. Super transparent. Und jetzt haben wir eins, was ein bisschen noch selber Farbe hätte. Genau, ein bisschen weniger transparent, ein bisschen weißer ist. Ja, ja, das ist doch schon mal was. Na, da warten wir mal, bis der hier fertig ist. Ey, wieso bewegst du dich nicht so, wie du dich bewegen sollst? Das ist ja seltsam. Bohne 1. Das ist ja komisch. Hä? Weil ich an deinem Hintern dran bin und nicht an deinem Kopf. Wer ist meine... Hä? Das ist doch schon mal was. Ich bin dumm. Nimm mir das bitte nicht mal krumm. Was ist los? Was willst du tun? Ich will dich jetzt ausbuhen. Alter, ich hab's immer noch drauf. Übrigens, NDA ist bald wieder da. Aber das habt ihr wahrscheinlich eben gesehen. Oh, das ist dumm. Das muss natürlich dahin. So. So, jetzt haben wir nämlich schon zwei süße kleine Böhnchen. Und das führen wir jetzt immer weiter fort. Was da fehlt, ist vielleicht ein Schatten nach innen. Den slashen wir da mal eben noch rauf. Eben ein Stil-Schatten nach innen. Gucken wir uns mal jetzt nur das Ding an hier. Und der Schatten soll natürlich unten sein. Wir können dann auch eigentlich Schein... Oh, ich hasse dich, Mann. Wieso? Müssen wir jetzt Ü drücken. Bei mir ist langweilig, Leute. Hier, zack. Wieso? Ich muss das doch hier einfach nur höher ziehen, weil ich dumm bin. Höher ziehen, verstehst du? Ja, die Rotze so hochziehen. Ich liebe Graf. Ich... Brav. Mit wem wirst du die Hausband machen, jetzt wo Andi weg ist? Lieg mal was, Hannes. Schaltet einfach ein und findet es selbst raus, weil gibt es was Besseres, als Sachen selbst rauszufinden? Nein, das ist sehr belohnend, einfach das I Gefühl. I don't think so. So, da machen wir jetzt, oh, da ist die Frage, doch, das multiplizieren wir ja. Wir machen ja 50. Und wenn wir jetzt sagen, Ebenenstil kopieren, darauf hier wieder wegmachen, wie sieht das denn jetzt aus, du kleiner Lümmel? Schauen wir uns mal an, ne? So. Ja, schon haben die ein bisschen mehr, aber das ist ein bisschen... Wieso ist der hinten... Ach, weil das hinten ganz vorne ist, oder was? Warte mal. Muss ich eher einen Schein nach innen nehmen? Das sieht auf jeden Fall bekackt aus. Das sieht nicht so geil aus, wie es mir vorgestellt. Ach so, ich könnte... Das probieren wir mal aus. Also wieder rückgängig. Eben den Stil löschen. Es ist halt manchmal Try and Error, dieser Job, den man hat, ne? Mhm. Das ist, wenn ich da jetzt Alpha Abschrägen drauf tue. In letzter Zeit benutze ich öfter Alpha Abschrägen, Benjamin. Ist das verrückt? Nein. Ja, den habe ich, glaube ich, noch nie verwendet. Ja, du bist halt auch kein Alpha. Nein, ich bin auf jeden Fall Beta-Boy. Kantenbreite. Beta to the max. So, jetzt wir können ja mal in meine funnige Animation gerade nochmal reingucken, wo du gerade noch am Rumtweaken bist. Ich habe mal die Kamera ein bisschen dramatischer gemacht und auf den Boden gestellt. Jetzt bewegt sich diese Animation schon auf diese Art und Weise. Und was mir aufgefallen ist, was ich noch anders haben möchte, sind zwei Dinge. Einmal ist es ganz schön noch am Zittern, die Position von all diesen kleinen Bällchen. Das würde ich vielleicht ein bisschen ruhiger noch haben wollen. Und die Bällchen gehen leider in den Boden noch rein, weil wir noch kein Element haben, was sie vom Boden wegdrückt. Das können wir aber einfach korrigieren, indem wir uns zum Beispiel eine Scheibe nehmen. Boom, die will groß machen. So, die ist nämlich genau dort, wo unser Boden von unserem Studio-Rig auch ist. Und der Scheibe können wir jetzt auch sagen, mit Hilfe eines Tags, mit eines Simulationstags, du sollst ein Kollisionsobjekt sein. Das heißt, du veränderst deine Position nicht, du bist ein starres Objekt, was einfach nur Dinge von dir wegdrückt. Ich glaube, das tut jetzt schon auch den Trick, wenn ich es mir richtig in Erinnerung habe. Okay. Ein Problem, was wir auch noch haben, ist, dass dieses Objekt grundsätzlich einfach ein bisschen zu weit unten angeordnet ist. So. Okay. Ich glaube, jetzt werden die von Anfang an weggedrückt. Diese Anzeige, das hier, das ist immer super essig. die,
super Essig. Weil alles noch auf dynamisch ist. Was wir machen können, zum Beispiel, muss man zum Beispiel tun, wenn wir jetzt einen Render farmen oder verschiedene Rechner das rendern lassen, dass wir unsere Animation backen. Das heißt, die Animation, die jetzt hier noch komplett dynamisch ausgeführt wird, wird quasi in den Cache geschrieben. Dann gibt es hier diesen Balken und dann sagt er, okay, jetzt ist alles drinne. Der erste Frame ist leider immer noch Essig, der hier. Aus irgendwelchen berechneten Gründen. Ist aber nicht schlimm, weil wir können ja unsere Animation auch da starten lassen. Warum nicht? Warum nicht? Okay, bei 2 würde ich sie starten lassen. Da sieht das Ganze aus wie ein Startpunkt für irgendwas. Okay, ich glaube, das verhindert jetzt zumindest. Wir können hier nochmal reingucken. Das ist der Stand von vorhin. Der witzige Gelee-Ball mit... Alter. Es ist und... sind nur Effektoren und nur Dings, du hast nicht einen Keyframe bis auf das Hochspringen gesetzt. Genau, ne? Ja, Drehung, Hochspringen und die Biegung, genau. Ja, es zittert noch super, das bekommen wir aber auf jeden Fall auch raus. Ich weiß noch nicht wie, aber das, da werden wir uns gleich mal dran bemühen. Wir können auch machen, was auch gleich einen witzigen Effekt immer hat. Ich weiß nicht, vielleicht sprengt das auch einfach unser Ohne-Titel-Projekt. Dann können wir erstmal so lassen. So... dass wir einen Meterball aus den Bällen machen. Das heißt nämlich, der setzt diese ganzen, wo ist er denn? Hier ist er. Alle Kugeln zusammen zu einer Form. So, das wäre mal gespeichert, falls unser Rechner gleich abschmiert. Ich weiß nicht genau, ob wir das da reinziehen. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Okay. Herr Jemine. Editor-Unterteilung. 5. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass der nicht so krass aufgeblasen wird. Hülle? Genau, hier können wir es kleiner machen. So. Eieieiei. Jetzt setzt er diese ganzen runden Formen so ein bisschen zusammen. Man sieht das jetzt, ich will mal diese Kamera nicht verändern, aber so wäre es quasi ohne den Meterball. Und so ist es mit Meterball. Es wird einfach alles verorganisiert. So sagt man das professionellerweise. Editor, 2 cm. Das wird langsam. Edit und Delete. Für jedes Blatt, das ich beschrieb, mache ich 16 Takte Krieg. Okay. Wer rausfindet, dann von welchem Album und welcher Band dieser Song ist, der gewinnt Benjamins Lächeln. Ja. Wir schauen mal rein, wie das jetzt aussieht. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Nee, easy. Okay, es wird sehr, sehr abstrakt langsam. Aber vielleicht wollen wir ja auch das haben. Wir machen noch mal ein bisschen engere Hülle. Enger. Eng ist, weil, weißt du wegen, du weißt schon. Eieieiei. Das ist ja funny. Das ist aber schon zu viel. So. Und jetzt render that shit. Immer diese Wörter, da frage ich mich wirklich, wie du im Leben weiterkommen willst. Daniel Budiman beehrt uns. Daniel Budiman, das ist der Song, den jeder kennt. Daniel Budiman. Ja. Guck mal, Daniel. Was baut ihr da? Ein Gelee-Blob, der so macht. Blob it like it's hard, sag ich dazu. Ein Blobby. Blobby. Blobby-Wolli. Das ist für das neue Blob-Format. Das finde ich gut. Oh my Blob heißt das nämlich. Ja. Mein Blob. Tschüss. Tschüss, Daniel. Nö. Zack. Nö! Funky. Wie sähe es wohl aus ohne den Gelee-Block in der Mitte? Rudi Baucht, behauptet jemand. Rudi Baucht mal wieder eine. Rudi Baucht. Es hat sich nicht viel geändert in den letzten 3 Jahren. Geil. Achso, oh, ich habe gerade einen Fehler bemerkt. Unten unsere Kollisionsplatte wird noch angezeigt. Das ist aber easy. Können wir einfach so machen. Ich habe ja auch eine Kollisionsplatte. Render-Tag drauf. Sichtbar für Kamera. Nein, sichtbar für überhaupt nichts, mein Freund. Kein Schatten, gar nichts. Sondern du sollst nur die Kollision verursachen. Hier ist leider diese graue Platte noch zu sehen. Hier. Apropos graue Platte, was macht Donny eigentlich in 5 Jahren? Da ist sie wieder weg. Ah, das ist das Schöne am Grafikerleben, diese kleinen Renderpäuschen, die man sich selber verschaffen kann, wann immer man will. Der rendert jetzt eh eine Stunde, ich gehe mal um den Block. Ich bastel hier einfach mal random Gesichter. Du wirst gleich sehen, dass das einfach nur der absolute Shiat wieder ist, was Onkel Hannes hier zaubert. Oh. Da fällt mir noch eine andere witzige Sache ein, die ich mal angehen könnte. Meine Mom vielleicht mal wieder anrufen, Benjamin. Die hat sich schon bei mir gemeldet. Oh nein.
Nein, Frau Kerstin. So, das lassen wir so. Wir machen hier die Blinkies einfach anders. Und einen anderen Mund. Was gibt's denn noch für geile Kawaii-Münder? Ach, egal, komm. Er macht einfach so ein Dreieck nach unten. So. Dabei, dabei! Wer ist Chris? Oh. Sieht total scheiße aus. Okay, nehmen wir. Du Dämlack. Hey, ich bin kein Dämlack. Face 6 kommt mal darauf. Face 5 kommt mal darauf. Face 4 kommt darauf. Oh, nö, du. Mein Woody Washington. Da kommt mal wieder Face 1 rauf. Da kommt Face 5 rauf. Face 3. Was haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, ne, 1, 2, 6, 5, 4, 2, 1. Wir könnten mal wieder die 6 benutzen. So, und was habe ich jetzt hier gezaubert? Alter. Heilige Mutter. Jesus! Christ Superstar. Und da kommt er schon. Der Jesus Christus von Rocket Beans TV. Damen und Herren, Daniel Schreckert. Wieso nicht? Daniel Schreckert! Schön, dass du da bist, Daniel. Ja, ihr macht Spaß mit den Grafikboys, oder? Anscheinend schon. Ja, die Leute haben uns noch nicht ausgebuht und angeschrien und gesagt, wie kacke wir sind. Das ist anders Chefs. Als bei, genau, bei Gehaltsfall. Und was babbelt ihr da schön? Ui, Tee natürlich. Verstehst du, Bubble Tee? Ja, ja, der ist so verboten mittlerweile. Ist der verboten? Nee, das ist nicht verboten, den gibt's sogar wieder. Ich habe ja prognostiziert, dass der Bubble Tea wieder zurück nach Europa kommt. Und? Ich war in Kanada und es gibt einfach überall Bubble Tea. Ja, und es hat ein neuer Bubble Tea-Laden aufgemacht, vielleicht der erste von Tausenden, die in Hamburg neu aufmachen, da bei der Scientology-Kirche auf der Ecke. Das ist anscheinend ein Viertel mehr Zukunft. Ja. Ja, dann bubble mal ein bisschen weiter. So, guck mal, wie die Lümmels ja, du auch, Mann. Schon am Rumjiggern sind. Und ich habe erst 10 gemacht. Aber jetzt ist natürlich, das Rendern dauert jetzt eine gewisse Zeit lang, ne? Aber jetzt fliegen da schon ein paar mehr lang. Aber die Gesichter sind manchmal noch nicht richtig gesetzt. Aber wir gucken beide nicht mehr auf den Bildschirm des anderen. Darum. Hä, wieso ist dein Rahmen jetzt woanders? Das habe ich mich tatsächlich auch gerade gefragt. Ach hier, guck mal, da ist er wieder. Ich habe diesen kleinen, aus diesem Muster so eine kleine Box gemacht. Und das würde quasi so aussehen, so kleine Metallkästen drumherum. Also das ist unser Muster. Ich habe unseren Würfel nochmal weniger polygonal gemacht, weil wenn, je nachdem, wie du das veränderst, ich gehe nochmal auf den Anfangszustand, so, siehst du das, dass du jetzt da verschiedene Streben reinballern kannst. Ja. Vielleicht wäre es sogar cooler, das Ganze nur so zu machen, weil der sich natürlich jetzt mit verbiegt. Das ist sozusagen der Klötenknast, oder was? Das ist der Klötenknast, genau, Hannes, genau. So, die sind ja alle noch gleich glossy und shiny. Was soll die Scheiße? Ja, genau. Das gibt ja eine verfickte Aufgabe. Ah, Kacke. Ja, Mann! Okay, wir gucken mal, ob wir das einfach und schnell hinbekommen. Es gibt nämlich auf jeden Fall bei Zufallsmodus, kann man irgendwo auf das Material zugreifen. Farbmodus. Guck mal, gehen wir mal hier hin. Okay, ich muss zugeben, ich habe diese Funktion noch nie genutzt. Ändert das denn jetzt daran was? Alter, rendere ich jetzt hier in voll oder was? Modus an. Hast du irgendwie mein Live gerade? Oh ja, ja, da hast du mir eine Aufgabe gegeben. Das werde ich gleich rausfinden, mit Hilfe von Google. Multiplizieren. Müsste er nicht jetzt irgendwas verändern? Ach so, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Jetzt kommt's. Nee, doch nicht. Ja, die Farbe liegt ja hier drauf. Oder liegt die Farbe, muss die darauf liegen vielleicht? Also übrigens wurde schon öfter gesagt, dass Bubble Tea, der eine war in Tokio und hat oder Japan und hat Bubble Tea getrunken und es geliebt und in Deutschland fand das einfach nur eklig. Ist nämlich auch so, das wollte ich auch gerade noch sagen. Der Bubble Tea, den wir in Kanada zum Beispiel, wo ja auch viele Asiaten leben, der ist viel vollmundiger, viel geiler gewesen. Du hast immer, was, Mate, Matcha oder so? Nee Stefan. Tarot. Okay, oder Tarot, das ist so eine Wurzel, das schmeckt irgendwie ganz süß und geil, hat so einen eigenen Geschmack. Und das ist mehr wie eine,
Das ist mehr wie ein Milkshake oder so. Bei uns war der immer so durchsichtig, einfach nur Eistee mit Gelee drin. Du meinst hier in Germany? Genau, halt in der Zeit, in dem Sommer, in den 2,5 Wochen, wo das Ding so in war. Und als 14 Läden hier auch. Ja, genau. Ja. Das war nicht der Bubble Tea, den es zum Beispiel da gab. Und den Bubble Tea von dem Laden, der jetzt neu aufgemacht hat, der ist mehr so authentisch, würde ich sagen. Okay, der schmeckt sehr vollmundig und sehr, sehr gut. Hier in Deutschland hat es immer krass nach Süßstoff geschmeckt. Und ich denke, da haben die eher Zucker etc. benutzt, sagt wieder Ringo Dingo Bingo. So, das Gute ist, durch die ganzen Effektoren und so, die ich da drauf habe, und so, braucht er ziemlich lange, um das mal vorzurendern. Aber ich wollte nur mal gucken, was jetzt passiert, weil ich habe jetzt eigentlich immer nur das Gleiche kopiert und irgendwie andere Gesichter drauf gesetzt. Alles ziemlich billo hingeschissen, weil wir haben ja auch nicht so viel Zeit. Wann ist eigentlich Schluss? Um 13 Uhr? Geil. Ich danke dir, Paul. Achso, du bist allwissend und toll. Oh, 20 Minuten, um rauszufinden, wie ich das hinbekomme. Es gibt ein, zwei Sachen, die ich noch ausprobieren wollen würde. Wenn wir zum Beispiel auf ein Flächenmap hingehen. Oh Gott, jetzt bin ich ganz schnell am Schwimmen. So, das ist unsere Projektion des Materials. Die folgt auf diese Art und Weise. Wenn wir jetzt der Farbe, zum Beispiel einen Farbverlauf hinzufügen. Ah, guck mal, das ist doch schon mal was. Was wir jetzt sagen, Farbe Nummer Uno soll in diesem Ton sein. Farbe Nummer Duo. Ben, dein Ton gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe gerade nichts zu tun, darum brabbel ich Scheiße. Das aber die sind in sich jetzt, hat jeder eine Farbe oder? Ja, das könnte so. Das wird drauf projiziert jetzt. Diese Projektionsgelöt, das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Genau, wir projizieren jetzt, also wenn wir einen Beamer da hinstellen, diese Farben in einem Fall. Aber rundum schon, alle von Objekte. Jeder Seite. Sie hat keine Richtung. Wie meinst du? Nee. Doch, es ist gerade jetzt einfach. Ja, also ist hinter denen jetzt, haben die, wir gucken jetzt sozusagen von der Richtung und hinten, nee, von allen Seiten kriegen die jetzt genau, die Farbe. Das nicht irgendwie wie Licht, das auf der Rückseite ist. Nee, das ist das Material. Das hat nichts mit dem Licht zu tun. Das ist das Material, was drauf projiziert wird. Das Licht, das spielt nochmal eine andere Rolle. Und wir gehen nochmal hier rein und ziehen das ein bisschen länger, damit die nach oben hin auch nicht irgendwie anfangen zu flimmern oder so. Jetzt hätten wir zumindest schon mal was. Das ist nicht, was du wolltest, ich weiß, aber ich wollte es gerne mal ausprobieren. Die Dinge, die jetzt unten sind, sind so. Und wenn die nach oben gehen, werden sie zu gelb. Benjamin Cott is one of the best designers in the world. In the world. Jesus. In the world. Mohammed G. Oh, Benjamin. Ganesh. Da hat sich die Rotze in meinem Mund zu einem blubberblasigen Blubbeltee. Ja, ich renne da hier noch ein bisschen vor. Ich merke gerade natürlich, wenn du 10 Ebenen hast, die voll mit Echo sind und Schatten und hast du nicht gesehen, ja, dass das für den Rechner nicht das Einfachste ist. Aber ich wollte gleich, ich zeige gleich mal. Ach so, da sieht man es schon. Danke. Nein, alles cool. Alles super. So sieht das halt aus, wenn das vorgerendert wird. Und gleich gucken wir uns das mal in Bewegung an. Und da sieht man, dass man mit keinem Keyframe und keinem Effort berühmt-berüchtigter Grafiker werden kann, der 1 Milliarde Euro pro Millisekunde verdient. Das ist echt krass, wie viel Geld wir verdienen. Pro Millisekunde. Mhm. Muss man schon so rechnen, sonst sind die Zahlen zu groß. Ja, du machst da fleißig weiter. Bei mir wird gerendert. Wir haben noch ungefähr, ich würde sagen, 1 Minute, dann ist das durchgerendert. Ja, ich glaube, mit 19 Minuten würde ich jetzt nur noch googeln, um das rauszufinden, was du mir gerade sagst, um einen Zufall auf das Material zu legen. Ja, aber wieso? Du hast doch das. Du hast doch genau, ich habe das Material. Jetzt genau. Kann ich hier, meinetwegen, du sagst, die Reflektivität soll verändert werden dadurch. Genau, genau. Kannst du da nicht ein. Genau, aber die, soweit ich es weiß, kann ich den Zufall jetzt nicht auf. Oh, dann gib mir mal eine Sekunde. Reflektivität, wo sind wir denn? Glanzlicht? Nein, wir haben Ebene 1, die können wir mal eigentlich sinnvoller umbenennen in Spiegelung. Das ist nämlich unser Spiegelungskanal. Abschwächung, Rauigkeit, Glanzlichtstärke, Maske, Sampling. Guck mal, ich könnte es natürlich jetzt machen über ein. So würde ich es jetzt angehen. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Skript. Benutzt das Skript. Nein. Wir gehen mal hier auf das hier. Expresso. So, genau. Hier könnten wir jetzt mit so einem Diagramm genau das reinziehen. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, das Material und die Spiegelung, können wir das so einfach da reinballern? Das Material können wir da reinballern. So.
Und jetzt können wir bei dem Material sagen, Eingang. Oh, du hast dann so ein Note, wie heißt das? Ja, genau. Note-Base. Das ist der Hammer. Und jetzt kann ich nämlich hier drauf zugreifen und sagen, die Glanzlichtspiegelung, das war sie, Spiegelung. Spiegelung, Stärke. Modus, Rauigkeit, Riff, Glanzlicht, Stärke. Genau, das ist sie ja. So, und jetzt kann ich sagen, hey, was soll mit diesem Wert hier passieren? Ja. Und jetzt könnte ich natürlich einen neuen Note hinzufügen, der meinetwegen ein Zufall wäre. Noise war da zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das dir was bringt. Konstante. Und den Scheiß würde ich jetzt damit verknüpfen. Weil, witzigerweise, ich dachte, Cinema wäre ohne Note. Aber ich finde das, sehr interessant und ich glaube, es ist relativ übersichtlich auch. Weil du, wenn ich so da oben das manchmal sehe, klar, es ist so eine Order, aber dass ich hier sagen kann, okay, scheiße, wo war denn meine Noise? Und ich habe sie optisch da, also ich finde das interessant. Ich finde das auch interessant, aber das führt uns so auch nicht zum Ziel. Weil ich glaube, in dem Fall würde ich jetzt auch sagen, ey, das betrifft ja jedes Element, weil wir ja das eine Material verändern. Wir müssten hier noch reinbekommen, dass er quasi jede Instanz von diesem Klon verändert, weißt du, und nicht das generelle Material. Ach, weil das jetzt drauf liegt, ja, sozusagen, und alle gleichzeitig. Das geht bestimmt auch einfacher als jetzt darüber. Okay. Ich werd mir das rausgoogeln, aber das werde ich nicht in den nächsten 16 oder Minuten bingen, machen. Oder bingen. Oder like. Oder bingen, ja. Ich will lieber dieses Ding noch zu Ende fahren. Und eine Sache, die ich jetzt noch mache, bevor ich das vielleicht rausrechne als neues Intro für meinen Counter-Strike-Clan, ist, dass ich da jetzt Folgendes mache. Die eben schon benannte Polygon-Reduktion möchte ich legen auf unseren Würfel, damit das nicht so gleichförmig aussieht. Wie man ja hier sieht, ist das so ein gleichförmiges Ding. Und ich will mehr, dass das so Azi-mäßig polygonal und super hip ist. Das sind auf jeden Fall Fachausdrücke, die du benutzt, die ich zu Teilen nicht verstehen weiß. Genau. Verstehen weiß. So sieht's geil aus wie das Tischbein von einem hippen Möbel. Und das ist genau der Look, den ich wollte. Weißt du, wie ich eher finde? Das sieht aus wie so ein Haufen Scheiße. Nein, überhaupt nicht. Ich mach nochmal die Voransicht. Also ein Frame einfach. Ein cooler, ach so, du meinst, wo die so alle so ein bisschen da so ein, genau. Oh shit, jetzt rechne ich natürlich wieder die Anni raus, aber das ist wurscht, können wir im Hintergrund machen. So. Kennst du die Tobias? Oder? Ja. So, dass sie so ankommen und wieder weggehen? So, machen? Wie meinst du? Dass sie entstehen und verschwinden? Ja, klar. Soll ich das machen oder was? Tobi fragt. Tobi gerade. Kriegt einen Wunsch. Okay, es soll anfangen mit voller Polygonzahl oder was? Nee, oder so, dass es verschieden mehr wird, weniger wird, weil die bewegen sich ja und dann tauchen so neue Streben auf und dann ja, sind die wieder weg und so. Das mache ich dir, mein Freund. Das geht hier über die Polygon-Reduktionsstärke, die wir bei 0 anfangen und wir machen sie bis hier auf 100. Das ist stumpf, aber dann, das ist sehr stumpf, dann verschwinden sie langsam quasi. Oh. Okay, es scheint so, als wäre der interessante Bereich eher bei, genau, hier hinten. Dann müssten wir eher fangen wir von 83 bis 97 vielleicht, dann ist es nicht komplett weg. Ah. Ja, so nicht jedenfalls. Sieht aus wie, aber oder, vielleicht müssen wir es da hinten ran machen. Guck mal, dann flippert das so. Sieht aus wie eine außer Kontrolle geratene Zellteilung. Aber nur so eine Idee. War eine gute Idee, aber funktioniert so noch nicht so einfach. Muss man ein bisschen tweaken. Es geht auf jeden Fall, aber Ben hat keinen Bock. Ich habe auch das keine ist der Ahnung. Einzige Grund. So. Guck mal hier, Benjamin. Guck das mal. Ist ja geil. So. Guck mal bei Michs. Ja. Oh, wie niedlich. Die kleinen Böhnchen. Ja. Das ist doch schon fast ein fertiger Loop für den. Ja, und das ist effektiv, habe ich da nicht lange dran gearbeitet. Und mein Ziel ist es natürlich. Aber der eine oder andere müsste ja noch meckern, wie lame wir sind. Und damit es authentischer ist. Wenn das unsere Community abbildet. Das wird nicht unsere Ziel. Aber die sind richtig cool, ey. Ich habe da lange nicht hingeguckt. Da ist ja mega was passiert in der letzten Stunde. Ich habe einfach nur kopiert und die Gesichter mal eben. Ja, wenn man so sieht. Das ist super süß, das ist wie ein Aquarium, nur mit Boden. Ja, das stimmt. Was können wir denn dafür einen Hintergrund machen? Ja, ich wollte es sogar auf grün setzen, Paul. Sehr gut, dass du das hier, der hat das gekeyt. Ah. Aber da habe ich schon gerendert und dann hat er alles wieder neu rausgerendert. Das ist ja geil. Ich liebe auch deine Loop-Taktiken, dass sie halt mit Hilfe von so einem Plugin einfach automatisch sich loopen lässt. Das habe ich selbst gepresetzt. Ja, ich bin echt stolz auf dich. Das ist eine Expression, die gar nicht so schwer ist. Die kann ich dir mal zuschanzen lassen. Und das Geile ist, sie baut sich, du musst nicht eine Time eingeben, sondern immer auf die Länge der Dings. Ich werde da auf jeden Fall heute noch dran arbeiten und ich wollte dazu noch was sagen. Ah, ich habe vor, die Farben zu ändern. Da habe ich mir sogar
auch was Tolles für gebaut. Ich habe mir wieder selbst ein Preset gebaut, aber ich werde ein anderes benutzen, was ich dann einen Tag später gefunden habe im Intron-Webs, oh, nice. Wo man schön die Farben wiggeln. In dem Sinne ein Farbschema festlegen kann und das wird auf alle angelegt, was ich halt manchmal ziemlich schwierig fand. Was ich noch zu deinem Ding sagen wollte. Außer, was wolltest du denn zu meinem Ding dass sagen? Dass es mächtig und angsteinflößend ist. Ja. Aber und männlich, das hast du noch nicht gesagt. Nee, ich meine natürlich. Guck mal, wir rechnen es jetzt mal ein bisschen schicker nochmal raus. Es gab so ein paar Frames, da könnte das einfach so eine Werbung sein, ein Print-Ding für, keine Ahnung, für Haarspray oder so. Und du schreibst da einfach so mit einer weißen Font einfach L'Oreal, sonst was hin. Ja gut, Haarspray ist vielleicht Quatsch, aber irgendwas Abstruses, irgendwas, was man nicht fassen kann, wie eine Agentur, die sich nur um interne Abläufe kümmert oder so, wo du jetzt nicht wirklich was versinnst. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und dann steht da so in 2D dann halt so Corporate Blowing Company. ja. Und das ist so hinter einem Ball, der da so ist. Ne? Du hast so 2D, 3D. Und so sah das hier teilweise aus, wie so ein random Shit, den Leute benutzen, um irgendwas darzustellen, was man nicht braucht. Klar, ein Intro. Ja. So, wir lassen das mal hier nebenbei rechnen. Ich habe noch eine Idee gehabt, um deine Idee wiederum noch mal ein bisschen aufzugreifen. Und das war, wir ziehen den hier mal. Oh, wir ziehen mal dieses Material, das ist die Spiegelung. Dass die nicht komplett gleich ist, sondern auch auf diese Höhe projiziert wird, weißt du? Wir haben hier verschiedene Farbe reinprojiziert, dass die Sachen, die unten sind, halt nicht spiegeln und erst oben anfangen zu spiegeln. Weil weißt du? Unten weniger Licht ist, oder was meinst du jetzt? Nee, einfach um nochmal einen AC-Effekt reinzubekommen, damit nicht, weißt du, dieses Material so gleichförmig ist. Genau, das war ja ursprünglich mein. Exakt, genau, aber ja. Wir machen das jetzt nicht über die verschiedenen Objekte, sondern über die Höhe, die das jeweilige Objekt hat. Und das können wir ganz easy machen eigentlich. Das können wir einfach über eine Maske auf unserem Reflexionskanal machen. Machen wir wieder einen Farbverlauf, der schwarz-weiß wäre, was ja als Maske dient. Oh Mann, unsere Anzeige ist hier jetzt gerade echt essig geworden. So, besser. Jetzt müsste das eigentlich schon genau das bewirken, meine ich, wenn wir uns das mal hier angucken. Es ist auch interessant, dass finde ich auch noch mehr als jetzt in After Effects oder sonst was. Du was machst und dann nice. Guck mal, oben dich überraschen lässt. Ah, andersrum. Jetzt sind die Matte, genau. Vergleich. So. Ja. Genau. Wir können es einfach umdrehen, das ist ganz cool. Hast du da einfach nur ein... Funktioniert das über eine Luma-Matte? Ja, genau. Du legst da eine Maske drauf. Du könntest jetzt auch sagen, okay, nur in der Mitte sollen die spiegeln. Also wenn jetzt hier einen weißen hinzufügen. Genau. Zum Beispiel. Ich habe sehr spät, ich glaube erst 2018, gecheckt, wie viel man mit Luma-Matten und so macht. Also sich einfach durch die Farb... Nicht mal Farbwerte, durch die 250 Werte, die man da hat... Sachen. Guck mal, nach oben spiegelt es dann wieder, das ist auch ganz interessant. Ja, das stimmt. Aber ich finde es eigentlich am logischsten wäre es, unten spiegelt es nicht, oben spiegelt es. Weil, na gut, Logik ist jetzt hier wahrscheinlich. Ich glaube, so war es. Okay, oben soll es spiegeln, meinst du, ne? Ja, ja, okay, dann machen wir es genau andersrum. So. Gibt es da keinen Umkehrenknopf oder was? Ich glaube, in dem Fall geht es so einfach. Ja, aber es sollte einen Knopf geben, damit es noch einfacher geht. Ja, aber der ist ein Oberreiter, glaube ich. Ich müsste jetzt hier zurückgehen und dann hier auf Invertieren irgendwo gehen, glaube ich. Du bist ein Oberreiter. Stärke. Irgendjemand meinte gerade was, was ich mir merken wollte, was ich sagen wollte. Wir können auch statt Kugeln ganz viel Instanzen von R, B, T und V da reinbauen. Das ist eigentlich ganz geil. Vielleicht machen wir das mal. Ja, das sind nämlich dann die Sachen, wo man nicht nur für euch da draußen, die hoffentlich einigermaßen Spaß haben. Wir verfolgen ja den Chat und ihr scheint es nicht zu hassen, Graf. Aber dass man nicht nur was Showcase-mäßiges macht, sondern einen Mehrwert hat. Das machen wir jetzt mal schnell noch. Ja. Wir rechnen nebenbei mal das Ding hier raus, dann können wir, obwohl eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr, weil wir ja eh jetzt das Material geändert haben. So, wir machen jetzt nochmal ganz schnell ein kleines Objekt mit dem hier. Wir haben natürlich alles ein bisschen zerschossen. Da soll erstmal ein R rein. Ah, und das ist auch eine schöne Sache, dass du bei Cinema, wenn du den Font auswählst, du halt eine viel bessere, finde ich, Voransicht hast, wie der Text aussieht. Sowas hier. Ja. So, okay, cool, jetzt kann ich mir einen aussuchen, der ungefähr in die Richtung geht. Ja, was da wiederum, ich finde, du solltest oben ein Wort reinschreiben können, so wie du es bei der Dimitri. Font oder so. Wir nehmen die Dimitri. Wie du bei der Font oder so machen kannst, weil manche Schriften heißen, keine Ahnung, lass es Doom sein, so wie unser lieber Doom-Design, dann hast du D. Du hörst mir nicht zu. Doch, ich höre dir zu. Dann hast du D? Ja, ich höre dir zu. D, ein O, ein M und du siehst nicht, wie die anderen Buchstaben aussehen. Und darum ist diese Voransicht auch nicht das Goldene vom Ei, weil du manche Buchstaben siehst und manche nicht.
Wie du guckst so, ja, sieht's geil aus. Ich find's freshig irgendwie. Ich find's auch toll, Benjamin. Ich mein's ernst. Ja, tut mir leid, dass ich gar nicht so zugehört habe. Ich bin nur auf die Uhr geguckt und dachte, fuck, 7 Minuten. Ich mache jetzt überall mal hier 4 Instanzen rein in unseren Klon. Der wird automatisch dann einfach welche nehmen davon. R, B, T und noch ein V. Und schon haben wir unseren gefüllt mit eben Buchstaben. Die sind aber im Moment noch zu rechteckig und wir wollten ja mehr organische Form haben. Das wir aber auch hinkriegen. Das ist doch schon mal funny. RBTV, genau, die sollten sich jetzt auch alle voneinander abdotzen. Hier sehe ich noch welche, die ineinander sind. Oh, ja, ich glaube, ich könnte die Berechnung wieder Comic Sans sollst du nehmen. Okay. Oh, das ist der Hammer. Ja, geht. Ich will schön abbrechen, weil ich zu viel erstmal Action. Machen wir noch eine Rundung da rein und ein einziges Objekt, vielleicht hilft das auch noch was. Keinen Plan. So, 1 cm, 1 cm, jetzt haben wir nämlich zumindest abgerundete Ecken. Das ist ein bisschen organischer. Daher kommt. Das brauchen wir, glaube ich, in dem Fall gar nicht aktiv. Wie haben wir das? Eine Instanz bleibt. So. Oh, jetzt sind die richtig schön knetig. Okay, ich würde das gerne einmal noch zur Render-Diskussion in den Raum stellen. Schauen wir mal. Aber wir haben noch den Dings, den Cache noch gebacken. Das müssen wir noch mal kurz ändern. Ich muss kacken. Geht. Da. Cache löschen. Dann brauchen wir ihn auch nicht neu backen, dann soll es einfach direkt berechnen und hier rausschicken. So, das wird unser Final Render sein, weil die Zeit nämlich sonst fehlt, aber es wird bestimmt wundervoll aussehen. This is the Final Render! Eieieiei. Da macht jemand mit, sehr gut. Ja. Okay, gefällt mir irgendwie. Also, ist natürlich noch Essig, hier müsste man in jeder Ecke tweaken und so, aber ist eine Art von Optik. Ist natürlich jetzt nicht so verwendbar und wunderschön wie deins, was wir natürlich innerhalb der nächsten 24 Stunden auf den Stream bringen werden. Wir versuchen es. Also, ich versuch's. Ich werde da noch die Farben ein bisschen machen, ich werde noch ein bisschen mehr. Du hast recht, das ist eine sehr gute Idee, da so ein bisschen was wie ein Aquarium zu machen, also dass da Elemente sind. Die auch noch so rum. Ne, so rumschweben. Rommeldi-dommeldi! Ich fummel die! Ey, vielleicht, wie wär's denn, wenn du die anderen geometrischen Grundformen von unserem Logo nimmst? Sterne, hier hinten sieht man die doch, sowas. Vielleicht schwimmen da so ein paar Fahnen lang, die diese Schweife sind oder so. Und dieser Benjamin Korb. Und die Sterne sind so wie so im Weltall, wackeln also so ein bisschen. Jungs und Mädels, ich muss sagen, dieser Junge ist ein Grafik- und Design-Genie. Jetzt wird gemolken. Die frische Sahne. Grimme-Preis 2034, weil erst da die hohe Kunst des Humors entdeckt wurde. Mankind created humor. Age of Empires mäßig. Und alles gone to shit, alles nur noch besoffen in der Taverne, keiner mehr auf dem Feld. Besoffenheit entwickeln oder Humor entwickeln bei Age of Empires, das wäre geil. Irgendwie gibt es eine große Diskussion gerade bei uns im Chat, wo es um irgendeinen Sender oder irgendwas geht. Und das ist interessant. Also es ist nämlich überhaupt nicht interessant. Aber weitermachen. Was? Kannst du den Bohnen auch noch den Helm aufsetzen? Ja, rein theoretisch. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Und das werde ich natürlich tun. Ich werde nämlich gleich erstmal schön meinen Lörres ausbringen. Und dann werde ich meinen Rechner wieder rüberstellen und dann werde ich dieses Ding hier weiter bearbeiten. Ich habe natürlich noch was anderes zu tun, weil am Freitag ist doch Freitag, oder? Heute ist die große Musik-Mitsing-Sause, nochmal eine kleine Werbung. Freitag um 20.30 Uhr, glaube ich. Wenn nicht, guckt bitte in den Wochenplan oder lasst euch von anderen Leuten eines Besseren belehren. Das ist die große Musik-Mitsing-Sause und dafür muss ich noch ein bisschen was vorbereiten. Nicht, weil ich etwas zum Besten geben werde. Das werde ich am Dienstag nächste Woche um 20.15 Uhr oder 20 Uhr Punkt bei NDA wahrscheinlich tun. Darum will ich natürlich das heute bearbeiten. Aber ich habe natürlich auch noch andere Sachen zu tun, wie zum Beispiel. Ja, du bist beschäftigt, Hannes. Ey, immer singst du diesen Song. Ja, ich wollte wieder. Baum Inventions sagt, der Chat ist immer so interessant wie das Programm, hat er nicht gesagt. Ja, der Chat ist doch was Tolles. Wenn der Chat kein Chat labert. What then? Aber guck mal, alle benehmen sich sehr gut. Es ist sehr schön, Leute. Es ist toll, mit euch in Kontakt zu treten. Bei Twitter kann ich ja mal ganz kurz gucken, ob Hashtag RBTV was
abrödelt. Ich weiß nicht, Hashtag Hengi, ist das? Nö, Hashtag Hengi, kann man eigentlich mehr? Ich bin doch Twitter total der Noob. Hey Marco, Alter, ich wollte noch zu dir. Ey Marco Fark, was geht ab? Ach du dickes Ei, scheiße, ich hab dir voll den Daumen umgeknackt. Hier, Hengi ist ein Hashtag. Aber wir machen neue, nee, ich wollte irgendwas Witziges sagen, wir quacken ein bisschen rum mit Motion Graphic Programm. Hier, ich hab's zwar gerade erst, Wir müssen noch 2 Minuten rumbringen, erzähl mal einen geilen Witz, du warst im Urlaub. Das ist auch schon ein geiler Witz. Okay, Witz auf 3, 2, 1. Der ist zu lang. Das war wirklich ein Witz. Das ist nämlich absolut nicht zu lang. Sein Penis. Oh, warte mal. Ach so, ist das jene Kamera? Oder was? Was war das gerade? Ah, gucken Sie mal da. Da kann man auf meinen Rechner gucken und so. Und da ist es eine ganz neue Perspektive. Jetzt bin ich hier auf Twitter und anscheinend, Leute, ist euch der Scheiße sowas von egal. Aber es ist schön, dass ihr im Chat unterwegs seid. Trinkt ihr eigentlich lieber Kaffee oder Bier zum Nachmittag? Also zum Vormittag eigentlich eher Bier und nachmittags, nachdem man das Mittagsschläfchen gemacht hat? Jägi. Im Kaffee oder was meinst du das? Ja, natürlich, aber mit Jägi natürlich. Hm. Wie nennt man das? Kaffee mit Jägermeister hat doch bestimmt einen geilen Namen. Hirschjäger. Dann Hirsch. Kirsch. Ja, müssen wir mal Andreas Link fragen, wie das heißt. Mhm. Was habt ihr für Mäuse? Suche nach eine gute Vertical-Maus. Also ich bin tatsächlich großer Fan von eben dieser Microsoft Ergonomic Skype-Geschichte. Die ist einfach wie ein Ball. Die ist jetzt nicht so vertical wie Hannes oder so. Aber mir gefällt sie am besten, wenn ihr euch vorstellen könnt, mit einem Tennisball als Maus zu arbeiten, dann ist sie genau das Richtige für euch. Und wer kann sich das nicht vorstellen? Eben. Ich finde, die ist immer noch genug Maus, dass es eine Maus ist, aber man kriegt keine Sehnscheidenprobleme, weil man halt wie so ein Affe in dieser Gyro-Twister-Haltung die Maus bedient. Das ist ziemlich geil. Ich habe anscheinend die Speedlink Descano Ergonomic Vertical Maus SL8 bla 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 Speedlink, sonst was. Ich bin zufrieden mit ihr und nach einer Woche Einarbeitungszeit hat man das dann auch raus. Es ist immer wieder witzig, wenn jemand, der nicht so ein Ding hat, mal vorbeikommt und das in die Hand nimmt. Angekommen. Wie die sich anstellen, wie der erste Mensch beim Großmachen. Das war bestimmt seltsam. Was da ist kommt das? Eine Stinkestange aus dem Rücken. Boah, kann man das? Ich kann Essen machen. Das erste Perpetuum mobile. Das letzte hat ja Marco in seinem Urlaub jetzt gebaut, ne? Echt? Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die Welt ein Perpetuum mobile nötig hat. Darum zerstört Marco seine Erfindung immer nach 2 Minuten wieder. Ach so. Du kommst nicht mit. Nee, ich dachte, es ging darum, dass er sich selber einen kauen kann oder so. Und ja, deswegen. Wer kann das denn nicht? Das ist die Frage. Ich kann mir nicht selber einen kauen. Ja, weil du eine Frau bist, ja. Aber wenn ihr männlich seid und euch nicht selbst einen kauen könnt, schreibt bitte in den Chat. Folgendes ist Ausrufezeichen lame und dann ich. Okay, wir haben eine riesengroße Armee an lame Ichs, denke ich. Dann. Jeder Mann kann sich ja wohl selbst einen kauen. Wie du auch jeden Scheiß glaubst, den ich dir vertelle. It's not English week. Wir kennen uns seit über 6 Jahren inzwischen und ich habe schon so viel und so häufig darüber gehört, wie groß, lang und mächtig dein Pimmel ist, dass ich mittlerweile fast glaube. Gefasst. Weswegen ich mir auch vorstellen kann, dass du den Kavenzmann dir auch selber in den Mund reinjochen kannst. Guck mal, da ist Grimme-Preis 2036 schon wieder am Start. Ausrufezeichen lame Hannes. Nein, natürlich nicht. Dafür muss man sich, glaube ich, eine Rippe rausnehmen lassen. Oder ich habe mal im Intron-Webs irgendwie so ein Video davon gesehen und es sieht nicht chillig aus, was derjenige da getan hat. Und ich meine, man ist ja aktiv und passiv zusammen. Das ist das Verrückte, finde ich, dabei. Perpetuum mobile, deswegen komme ich da drauf. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, wenn jeder Mann das könnte, wären wir schon längst ausgestorben. Ja. Das ist weil das das Einzige ist, wofür man der Zusammenhalt lebt, ne? Der Geschlechter herrscht, ist ein Blowjob, wofür er gut ist. What the fuck, zu was habe ich gerade eingeschaltet? Ja, Alex mit P. Muss nur sehr gelenkig sein. Alex mit P. Ja, gibt es im Chat irgendwer, der es kann und sich traut, das zuzugeben? Ich meine, ist vielleicht das eine repräsentative Umfrage?
Glaub nicht. Self-Service ist ja eine feine Sache, aber es tut der Wirtschaft nicht gut. Lass doch lieber jemand anderen die Arbeit machen und bezahl ihn sie mit was auch immer. Ja, siehst du, Twisted Microwave denkt mehr an die Wirtschaft, denkt mehr an das Gemeinsame. Er ist eher so der Kommunist, eher der Sozialist. Ja, ja. Und dieses Self-Service-Ding ist vielleicht eher, na, Kapitalismus ist das auch nicht. Wie würde man das denn? Übrigens, Ismus ist ja Latein oder so und steht für Streben nach. Aha. Also Sozialismus ist das Streben nach Sozialem und Kapitalismus ist Streben nach Kapital. So wie jeder Ismus. Ja, aber ich finde das immer, das ist eine Sache, die ich aus meinem Sitzenbleiberjahrgang in Englisch mitgenommen habe. Danke, Herr Drostowski. Drossi, du alte Schlange. Geschichte, nicht Englisch. Bin auch ziemlich dumm. Danke, Herr Drostowski, dass ich so dumm bin. Du hast ihm bestimmt seine Reifen zerstochen. Nix da, keine freie Liebe. Bezahlen. Alex P., ich wollte dich nicht, Alex mit P., ich wollte dich nicht flamen. Sei nicht so eine eingeschnappte Leberwurst, sondern du hast einen Fehler begangen und manchmal muss man zu seinen Fehlern stehen. So wie, keine Ahnung, so wie ein verstorbener Vampir. Mhm. Seine Fehler stehen. Weißt du, er wurde gefällt und er muss dann zu den stehen. Das ergibt keinen Sinn. Apropos stehen. Wo steht denn die Zeit? 13.04 Uhr! Wir sind drüber ein bisschen, ne? Ja, ich finde das sowieso, aber zeitlich auch. Liebe Regie, ihr seid allwissend und intelligent. Wie schaut's denn aus? Sollen wir hier weiter sitzen und Scheiße labern oder wollen wir irgendwas aus der Dose senden, was keinen Menschen interessiert? Die wieder eine Frage, die jede. Ach, ihr seid dran! Ich und Dominik, wir machen jetzt gleich Umfrage. Ach, was? Echt? Ja, okay, dann kommt ihr hier rein oder was? Ja, dann brauchen wir ja nur die. Ja, dann gibt's einen fliegenden Wechsel aus. Aber wir müssen unsere Rechner abbauen. Wir machen eine Abbaupause. Ah, ja, okay. Wir machen eine Abbaupause. Okay, Tobi. Tobi und Dumi, glaube ich, ne? Ja, wir nennen uns auch die Bärenbrüder. Ach, die Bärenbrüder. die Bärenbrüder. Habt ihr noch einen Platz frei? Die Bärenbrüder. Okay. Komm doch mal her. Komm doch mal her, du Londoner Bär. Du kommst doch aus London, oder nicht wahr? Ja, ja, klar. Was passiert hier gleich? Wir haben eine neue Umfrage gebaut und die wollen wir mal testen und wir wollen ein bisschen zocken und so. Und dann gucken wir mal. Geil. Also live auf unserer Seite mit diesem Dödel da und so. Werden wir gleich sehen, genau. Aber wenn alles funktioniert, es ist jetzt der Alpha-Alpha-Test. Mal gucken. Ja, geil. Das heißt also, gleich gibt's geile Doppel. Also wir sind ja schon so bärige Brüder. Bären ist ja übrigens auch, ist ja auch in der homosexuellen Szene. Das war euch bewusst, come on, oder? Oder? War dir das nicht bewusst? Nein. Wir sind Bärentypen. Hast einen Bart, bist ein bisschen fülliger, bist ein Bär ein bisschen. Also wir sind meistens auch so ein bisschen introvertierter, ein bisschen kuscheliger. Hä? Aber Bären müssen nicht zwangsläufig introvertiert sein. Das können auch so muskulöse. Nein, ich habe mal ein Buch von Steve Irvine oder so gelesen, da geht's auch um... War das der von dem Mantarochen, der da erstochen wurde? Nee, dann irgendwie anders, ich habe vergessen. Und da geht's darüber, dass als das erste Mal man auch nicht verfolgt worden ist und als die erste Mal offene Schwulenszene entstanden ist, dass sehr schnell diese Bärentypen kamen, weil am Anfang waren alle so, nein, nicht alle, ich will das jetzt nicht über den Kamm scheren, aber... gut angezogen, wie man sich so... Ja, rasiert und edel und irgendwie genau. So. Und dann kamen diese Typen, die hatten Vollbart, die waren behaart, die haben sich auch mal einen gesoffen und haben, keine Ahnung, waren ein bisschen schroffer vielleicht auch mal, so. Aber es sind auch Schmusetypen. Und darum, also wie der klassische RBTV-Mitarbeiter. Ja, ganz genau. Wir sind eigentlich das Haus der Bären. Und darum ist es witzig, dass ihr euch die Bärenbrüder nennt. Mhm. Und ich dachte, warum haben wir uns nicht so genannt? Wir haben sogar den... Löwen. Den Alpha-Bär. Oh, der Löwe. Aber das ist ja. Okay, Ausflug. Ben und ich, komm noch mal her, hatten sehr viel Spaß. Wir machen es gerne wieder. Es macht mit euch immer Spaß. Wir freuen uns auf euch. Ich werde meinen Rechner abbauen und euch gleich live zuschauen und euch total abnerven und sagen: Hey, wieso funktioniert das nicht? Und das heißt, eine Werbepause und ihr sitzt hier. Geil. Oh. Okay, wir machen Schluss. Gut, bis bald. Danke, wieder. Paul und Kogi, für alles in der Regie. Krimme-Preis, 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 Krimme-Preis.